lieben. Ach, und was 2019 noch alles war. Haben nicht 2019 diese Meghan Markle und Harry erst geheiratet? Und dann haben sie fluchtartig das Land verlassen? War das nicht auch 2019? Meine Lieben, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass ihr dabei seid. Sarah Fee ist dabei. Hallo, liebe Sarah Fee. Gembala grüßt in die Runde. Hallo, mein lieber Gembala. Hallo, Olaf. Hallo, Celine. Hallo, hallo, hallo. Meine Lieben, nochmal herzlich willkommen hier zur Jahresendsause mit mir, mit dem Carlo. Heute zum Thema Silvester. Heute Call-in-Show zum Thema Silvester. Gute Vorsätze und ja, Jahresrückblick. Wie war euer Jahr? Mal abgesehen von Corona, das hat natürlich uns allen das Jahr, ich möchte mal sagen, ein bisschen verleidet. Ne? Hat man ein bisschen verleidet das Jahr. Aber im Großen und Ganzen, Leute, herzlich willkommen. Wie war es denn bei euch? Wie war es bei euch? Heute wieder Call-in hier mit dem Carlo. Eine Woche war ich jetzt schon wieder nicht online, oder? Eine Woche. Letzte Woche haben wir schön hier gemacht Weihnachtstalk. Letzte Woche schön Weihnachtstalk gemacht. Diese Woche Silvester. Thema Silvester. Wie feiert ihr Silvester? Feiert ihr Silvester überhaupt? Geht ihr früh ins Bett? Macht ihr euch was Schönes zu essen? Habt ihr noch einen Böller vom letzten Jahr, den ihr in einer Böller, in einer Zone, wo Böller erlaubt sind, in die Luft jagt? Meine Lieben, lasst es mich wissen. Heute wieder Call-in-Show. Ich sehe schon, ich habe den ersten Anrufer, ich habe die erste Anruferin im Warteraum. Ich habe die erste Anruferin im Warteraum. Ja, und starten wir doch einfach direkt durch. Leute, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, das hier ist die Call Carlo Call-In Show. Immer wechselnde Themen. Heute das Thema Silvester und gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, hier habe ich schon drauf geschrieben. 2021, tschüss 2021. 2020, tschüss 2020. Danke für nichts. Hallo 2021. Wir nehmen heute die Silvesterparty ein bisschen vorweg und starten hier heute kräftig durch in der Sendung. 0175 252 7575. Das ist die Nummer, mit der du hier reinkommen kannst in die Sendung. Mit einer Flatrate quasi kostenfrei. Ohne Flatrate nur ein paar Cent die Minute. Und wenn du vollkommen abgebrannt bist, dann kannst du tatsächlich auch über den Discord hier reinkommen in die Show. Das geht auch. Dann quatschen wir hier über den Discord, so wie ich es jetzt mit meiner ersten Anruferin mache. Ich ziehe dich jetzt mal live und dann starten wir mal direkt los. Starten wir mal direkt los hier in die Sendung. Hallo? Hi, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Perfekt. Super. Meine Liebe, herzlich willkommen. Wie darf ich dich denn nennen hier in der Show? Carlo, so ist der aus. Mir ist es mittlerweile scheißegal, wie man mich nennt. Liebe Sarah Fee, darf ich dich Sarah nennen? Kannst du dich auch Fee nennen? Oder liebe Fee, ja, also da muss man mal gucken. Aber das bringt mich immer durcheinander. Ich muss mich immer ein bisschen festlegen. Liebe Sarah Fee, herzlich willkommen in der Show. Wie geht es dir denn? Den Umständen entsprechend ziemlich okay. Ziemlich okay. Bist du froh, dass 2020 jetzt endgültig auf die Zielgerade geht? Ja und nein. Ja und nein. Warum bist du froh, dass 2020 zu Ende geht? Weil das ein doch schon ziemlich chaotisches Jahr war. Ja, war ein chaotisches. Hat dir zu schaffen gemacht, die ganze Corona-Geschichte mit den Masken und den Regeln? Ich sag mal so, Carlo, und auch für die Leute bei Carlo, wenn man psychisch krank ist, ist Corona besonders kacke. Also, das heißt, Corona hat dir ganz besonders zu schaffen gemacht. Du hast ja gesagt, 2020 war so eine gemischte Tüte für dich, ja und nein. Was war denn besonders für dich, was war denn besonders schlimm für dich, das Ganze drinbleiben, dass man keine Leute treffen durfte? Dass ich viel erreicht habe in diesem Jahr. Ach so, ich hatte jetzt gerade gefragt, was für dich besonders schlimm war. Ja, dass ich viel erreicht habe in diesem Jahr, das war für mich schlimm. Das war für mich schlimm, was ist denn daran schlimm gewesen? Als meine Jahresvorsätze waren. Ach so, ich habe die Jahresvorsätze fürs nächste Jahr gemacht. Und das ist schlimm, jetzt muss ich mir was Neues aussuchen. Okay, ich verstehe. Also, du nimmst dir für jedes Jahr was Neues vor und du hast deine Ziele quasi übererfüllt und jetzt bist du deswegen unzufrieden? Ja. Was ist denn da los? Was hattest du dir denn vorgenommen? Und was hast du alles geschafft, bevor wir dazu kommen, was du noch zusätzlich geschafft hast? Also, eigentlich wollte ich eine gewisse Kilogrammzahl abnehmen, aber habe das Dreifache abgenommen. Aber gewollt oder aus gesundheitlichen Gründen? Also wegen Krankheit, zu viel abgenommen. Also ich wollte eigentlich eine gewisse Zahl an Kilogrammzahl abnehmen, damit es mir einfach gesundheitlich besser geht.
aber habe übers Ziel hinausgeschossen und gleich das Dreifache abgenommen. Wie hast du das geschafft? Viel Disziplin. Ja, viel Disziplin eben. Ernährungstipp, viel Obst, viel Gemüse oder eher Fleisch? Wie hältst du es da? Eigentlich alles. Überwiegend habe ich einfach auf Süßigkeiten verzichtet. Ah, das ist nicht schlecht. Jetzt zu Weihnachten auch noch? Ja, klar. Ja, klar, sagt sie da. Ja, klar. So ein Blätterkrokantei lockt dich nicht hinterm Ofen hervor? Gab es nicht. Gab es nicht. Oh. Gab nur die typischen Süßigkeiten à la Lidl, Aldi, Netto und so. Oh ja, aber so ein ordentlicher... Selbst da habe ich nur ziemlich wenig genommen. Aber so ein schöner Schokoladenweihnachtsmann war schon auch dabei. Ja klar, natürlich vom BVB, ne? Ach, vom BVB. Was denn sonst bei mir? Natürlich. Ein Gelb, der hat ja auch irgendwie Carlo-Farben, ne? Gelb-Schwarz. Ja, ja. Irgendwie müsstest du doch den BVB mögen, weil es doch deine Farben sind. Ja, aber das ist mehr zufällig, weißt du? Ja klar, das ist mehr Zufall als andere. Meine liebe Sarah-Fee, also, du hast deine Ziele, deine Vorsätze für dieses Jahr übererfüllt. Jetzt bist du denn jetzt unzufrieden mit dir, dass du zu viel abgenommen hast? Jetzt hast du keine Ziele mehr fürs nächste Jahr. Ich find's perfekt, dass ich mehr abgenommen habe. Und in welchem Bereich? Für die Gesundheit. Auf jeden Fall. Aber in welchem Bereich in welchem Bereich hat dich denn deine Zielübererfüllung jetzt unglücklich gemacht? Naja, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Abnehmen so motiviert, dass ich mehr nehme, als ich eigentlich geplant hatte. Aber jetzt mal abgesehen vom Abnehmen, was macht dich denn noch unzufrieden? Was hat dich noch unzufrieden gemacht, wo du übers Ziel hinausgeschossen bist? Ein paar ganz schön private Sachen, da habe ich mir auch gedacht, so nein, warum habe ich das gemacht? Ja. Aber ansonsten ging es eigentlich, außer die Sachen, die ziemlich privat sind. Hast du denn schon wieder neue Vorsätze fürs nächste Jahr, für 2021? Tatsächlich, ja. Und die wären? Keine Anzeigen mehr bei der Polizei haben? Gegen dich? So wie als auch, sodass ich keine mehr stellen muss und auch welche gegen mich gemacht werden. Okay, also ich traue mich gar nicht zu fragen. Hast du noch... Hallo, ganz einfach, oberflächlich Stress mit dem Ex. Stress, dass man okay. Über Polizei laufen lassen ah, muss. Ah, okay, ich verstehe. Also, vielleicht sowas wie Kontaktverbot oder Kontakt durfte man ja eh nicht haben, ne? Ich habe da jetzt ein Kontaktannäherungsverbot geschafft, mich da nicht einzuklagen. Ich verstehe. Ich gratuliere. Ich gratuliere zum Annäherungsverbot. Und hast du noch weitere Vorsätze? Ja, klar. Und die wären? Mich schön an die Corona-Regeln zu halten. Ja, das ist mal ein guter Vorsatz. Fällt mir nicht leicht, aber ich habe es gut geschafft. Hast du immer schön Abstand gehalten, Maske aufgesetzt, dich nicht mit mehr als, keine Ahnung, 3 Haushalten getroffen? Ja und nein. Ich lebe, ich bin tagsüber zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 in einer Einrichtung für psychisch Kranke gewesen. Da sind ja mehrere Haushalte. Ja. Aber die Regierung zählt das, sobald du in dieser Einrichtung bist, mit den anderen als ein Haushalt. Obwohl du irgendwie aus 10 verschiedenen Haushalten kamst. Ja. Und da haben wir uns trotzdem alle schön brav an die Regeln gehalten. Ah, okay, ich verstehe. Also auch, wie ist denn das dann? Auch im geschlossenen Raum, auch mit Maske dann da, ne? Oder ohne? Ja, klar. Ah ja, okay. Natürlich mit Maske. Sarah-Fee, auch was? Auch schon mit Abstandsregeln und so. Sarah-Fee, mit was für Masken bist du denn unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen? So eine OP-Maske, eine selbstgenähte Maske? Nee, Teilung. Ich habe keinen Bock mehr auf OP-Masken, weil wir die da tragen. Eine selbstgemachte von Disney, eine Mickey Mouse? Naja, aber ich habe 2 bis 4 Masken von der App TikTok, die ich gerne trage. Ach, die haben auch Masken hergestellt? Nö. Irgendwelche Leute, die Schneider sind oder so, hatten gemeint, man müsste TikTok-Masken verkaufen. Ah. Und TikTok ist dann irgendwie leicht auf den Hype mit draufgesprungen am Ende. Ah, okay, ich verstehe. Also du hast dich eingedeckt mit verschiedenen Masken und Alltagsmasken und du hast dich im Großen und Ganzen so gut wie es ging an die Regelungen gehalten. Na, ich sag mal, damit gehörst du natürlich auch zu 85 oder 90%. Zum Beispiel, ja. Carlo, meine Mama hat jetzt Anfang des Monats eine OP.
Da musste ich jetzt 2 Wochen in Quarantäne bleiben, weil ich in der Zeit bei meiner Oma halt war. Ah, ich verstehe. Also bist du bei der Oma und richtig jetzt, eingezogen? Und, ja, für eine kurze Zeit nur. Ja, ja. Aber selbst das, selbst ich habe gesagt, du Oma, wenn ich zu dir kommen kann, weil ich so und so viele Wochen in Quarantäne war, warum nicht, mache ich gerne für dich. Und da warst du 2 Wochen komplett drin. Ja, Carlo, was tust du nicht alles dafür, damit deine Oma, die 80 ist, noch ein paar Jahre erhalten bleibt? Was tust du nicht alles dafür? Ja, klar. Ich sag mal, bist du gar nicht zum Einkaufen rausgegangen? Nix? Nee, weil das hatten wir schon vorher gemacht, weil Mama eine Knie-OP hat und nicht richtig laufen kann. Ja. Deswegen haben wir noch vor dem, bevor ich freiwillig in Quarantäne gegangen bin, noch schnell eingekauft für mehrere Wochen. Ich verstehe. Und hat alles gut geklappt. Ich verstehe. Was hast du so eingekauft? So Dosen und so ein Zeug? Ja, viel Dosen. Weil das hält ja auch eine Zeit lang. Naja, eben. Ja, das muss man aber gut durchdenken, was man dann kauft, wenn man längere Zeit im Haus ist. Okay, oder natürlich kann man ja auch Zwiebeln, Eier und Kartoffeln lange Nudeln, halten. Nudeln, Kartoffeln, Nudeln, klar. So ist das jetzt nicht. Also nicht immer nur die Fertiggerichte. Mama und ich haben auch schon versucht, alleine zu kochen. Ja. Gesund, so ist es jetzt nicht. Ansonsten, liebe Sarafee, höre ich raus, bei dir ging es ein bisschen hoch und runter dieses Jahr. Du sagst, was hast du gesagt? Du warst ambulant auf Station? Und wie geht's dir jetzt? Besser? Jetzt vor allen Dingen, da morgen meine transsexuelle Schwester kommt und mit uns Silvester verbringt bis zum 4. Januar. Das ist ein gutes Thema. Sind wir mal direkt bei Silvester. Also deine Schwester kommt vorbei. Deine Schwester kommt vorbei. Transsexuelle, Carlo. Sie ist eigentlich ein Mädchen, nur hat schon von klein auf an gemerkt, dass sie ein Junge ist und zieht das gerade richtig durch. Ja gut, ist ja kein Thema. Das kann sie ja machen. Also wenn sie sich danach fühlt, kann sie das ja machen. So, jetzt kommt ihr Silvester zusammen und jetzt ist es aber so, kommt sie denn öfter zu euch, wenn sie jetzt auch danach lebt? Weil meine Mama und ich, uns ist die Sexualität kalt egal. Sie ist bi, ich bin pansexuell, von daher ist uns das eigentlich Latte. Und eigentlich ist das so, dass Mama sie jeden Monat einmal besucht, um Haushaltskasse mit ihr zu machen. Ich frage deswegen, weil du kommst so ein bisschen aus dem ländlichen Raum, ne? Hat sie irgendwie Probleme, zurückzukommen zu euch? Weil sie irgendwie... Sie ist nur alt genug, mit 18 Jahren, dass es auch Stress mit ihrer Pflegefamilie gab, die leider meine Tante und mein Onkel sind, bei ihr auch. Und da haben wir jetzt entschieden mit dem Jugendamt, dass es besser ist, wenn sie jetzt schon mit den 18 Jahren in eine eigene Wohnung zieht, zu ihren Freunden. Ah, okay. Was auch näher an der Schule wieder dran ist, weil sie aufs Berufskolleg geht. Ist das auch näher bei euch dran? 30 Minuten mit dem Auto wohnt jetzt von uns nur entfernt. Naja, aber immerhin. Ne? Also es ist genauso wie, als wenn ich meine Verwandtschaft besuche, weil das so alles eine Ecke ist. Und das habt ihr alles 2020 geregelt? Das ging alles ganz gut. Vieles am Telefon, vieles beim Jugendamt vor Ort. Ging eigentlich alles. Ja. Locker flockig. Ja, locker flockig. Umzug, da haben wir selber die Hosen an. In meiner Familie haben eh mehr die Frauen die Hosen an als die Männer. Von daher. Ja, das muss ja kein Nachteil sein. Und das Gute ist, wir haben noch bei uns zu Hause auf dem Schuhschrank ganz viele China-Zähböller und so noch rumfliegen. Au, du haust aber einen Themensprung nach dem anderen rein. Jetzt hast du auch noch die Böller gelagert. Meine liebe Sarafee, lass uns mal ein bisschen Schritt für Schritt gehen. Also, auf jeden Fall, deine Schwester kommt zu euch. Jetzt lass uns mal gerade beim Silvesterabend bleiben. Also erstmal ist ja wunderbar, dass ihr so zusammenfindet zu Silvester und dass sich das für deine Schwester jetzt auch ein bisschen geregelt hat mit den Pflegeeltern und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute dafür. Sarafee, wie verbringt ihr denn jetzt Silvester? Was gibt's denn Leckeres zu... Raclette essen. Okay, Raclette, das ist dieses, wo man diese Pfännchen überbackt, ne? Genau, weil es ist bei uns irgendwie so in der Familie. Zu Weihnachten gibt es einen selbstgemachten Nudelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise. Aha. Und zu Silvester dann das Raclette. Ah, okay. Ja, gut, das ist ja auch so ein Klassiker, so ein Nudelsalat oder so ein so ein Kartoffelsalat zu Weihnachten. Und jetzt Raclette. Okay, sag mal, wie machst du dir denn so ein typisches Raclette-Pfännchen? Was sind denn deine Vorlieben? Ganz einfach das, was da ist, kunterbunt gemischt. Also Kartoffeln, Mais, bisschen Fleisch. Spargel, Silberzwiebeln, alles Mögliche haben wir eigentlich immer. So Silberzwiebeln sind schon eine ganz geile Sache, ne?
Da kannst du dich mit meiner Mutter zusammentun. Also ich liebe diese kleinen Silberzwiebeln, aber man isst sie viel zu selten. Meine Mama isst sie eigentlich nur, wenn Raclette ist. Ah, verstehe. Sarah Faye, gibt's noch was zum Nachtisch, Silvester? Also genug Nachtisch wäre im Haushalt, wenn wir noch Bock hätten. Aber bei uns ist das so, Carlo, da fängt es irgendwann mittags oder abends an und geht bis manchmal in die Nacht noch hinein. Mit dem Essen, mit dem Raclette? Ja, dann machen wir es zeitlich aus, dann wieder an, je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. Ja gut, das ist ja eine gemütliche Sache, ne? Ja, wir haben noch ein paar Snacks, die könnte man sich zur Not als Nachtisch oder zwischendurch reinziehen. Also der Plan steht, sag ich mal. Und zu aller Not nehme ich einfach eins von Mamas Rotweincreme und knall die fertig. Au, Rotweincreme ist auch sowas, ne? Isst man selten. Ich muss dazu sagen, ich muss erst immer so eine Schüssel Rotweincreme essen, damit ich mich wieder dran gewöhne. Das ist wie bei Mancherie. Ich kann nicht einfach nur ein Mancherie essen. Ich muss erst mal 10 Stück essen, dann hat sich der Mund dran gewöhnt, aber dann schmeckt es richtig geil. Du sagst es, Carlo, du sagst es. Geht nicht nur mir so, höre ich raus. Und Sarah Faye, du hast gerade gesagt, du hast noch ein paar Böller eingelagert vom letzten Jahr. Ist bei euch denn ja, kein... nicht vom letzten Jahr, sondern wir haben eine Zeit lang die nicht verböllert. Also von 1993 hast du noch welche über? Nein, 2008, 19, 18, 17, 16, so gemeint. Laufen die nicht irgendwann ab? Nö, tatsächlich nicht. Weil mein Opa hatte mal welche von 1900 noch was. Die hatten wir 2009 benutzt und die sind tatsächlich noch alle hochgegangen. Ah, okay. Meine Liebe, ich hoffe nicht in der Hand. Ich hoffe nicht in der Hand. Das heißt, bei euch ist kein Böllerverbot. Wieso sollte auf einem ganz platten Land, wie das kleine Brakelsiechen ist, wieso sollte man dann ein Böllerverbot geben? Hätte ja sein können. Wo nur eins... 2, 3 Häuser und ein großes Gewerbegebäude ist. Es hätte ja sein können. Wird denn bei euch viel geböllert oder bist du die Einzige? Oh jo. Zum Böllert. Also Böller ist eigentlich die einzigste Möglichkeit, wo man mal wieder seine Nachbarn sieht, ohne dass irgendwie die Hütte brennt, sage ich mal so. Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch in sich. Böllern ist die einzige Gelegenheit, wo man seine Nachbarn sieht, ohne dass die Hütte brennt. Ja, ich meine so, ohne dass man irgendwo Hilfe braucht und einer der Nachbarn hilft. So meinte ich das. Ich verstehe. Ja, Hauptsache, man wirft den Böller nicht in die falsche Richtung. Ich verstehe. Zündest du den in der Hand an oder legst du den Böller irgendwo auf den Stein? Also die wir jetzt noch haben, die zünde ich in der Hand an und werf weg. Und manche halt, je nachdem, was es halt ist, wird dann auf den Boden angezündet. Ah, okay. Kommt eben drauf an. Und selbst diese Knallfrösche zünden wir an der Hand an und werfen sie weg, damit sie ein bisschen rumspringen. Warum müssen es bei dir unbedingt diese Böller sein? Ich zum Beispiel, ich finde Raketen oder so bunte Sachen viel geiler als Böller. Geht dir das nicht? Ja, nein, das heißt Böller. Du kennst doch bei Lidl bestimmt dieses Familienset für 7,77 Euro. Kennt man. Ja. Die Familienset mit Raketen und. Ja. Das nehmen wir und die Böller, also diese China-Böller in groß und klein, sind halt übergeblieben. Ach so. Und ich dachte, wenn wir schon keine Raketen und kriegen können und dieses Set, dann nehme ich einfach das, was wir noch im Schuhschrank haben und fertig. Ja, ich, meine Liebe, dann zieh's durch. Ich hoffe, es du landest nicht im Knast, weil es sich die Polizei anders überlegt bei euch. Sorry. Ich habe sogar schon mit dem Bürgermeister persönlich gesprochen. Der hat gesagt, nee, wenn du knallen willst, knall ruhig. Böllert der mit? Unser Bürgermeister ist so, nee, da ist halt, das musst du dir vorstellen, wir sind Brakelsieg, Schwalenberg und Schieder. Und das mit ein paar anderen Dörfern ergibt zusammen die Stadt Schieder-Schwalenberg. Und der Bürgermeister wohnt in Schwalenberg, aber ist halt bitte auch nicht die Straße sagen. Die Straße weiß ich jetzt. Ja, das ist auch besser. Aber auf jeden Fall hat er halt auf dem YouTube, weil er öfters auf YouTube live ist, auf der Seite gesagt, wenn ihr böllern wollt, böllert ruhig. Bei uns auf dem platten Lande passiert eh nichts. Da kannst du auch nirgendwo eine Ansammlung tun. Ja, insofern hast du ja, ich sag mal, die Erlaubnis von ganz oben. Ja. Das
von daher. Also bei dir, also ich sag mal, Silvester steht 2020, okay, das ist, war ein bisschen mit Hochs und Tiefs bei dir, aber deine Silvestersause steht mit der Familie, ihr habt was Leckeres zu essen, Raclette gibt's, der Klassiker, ihr böllert hinterher ein bisschen rum und ja, ich sag mal, da kann sogar Leckeres zu trinken gibt's auch noch. Was trinkt ihr denn? Was macht ihr denn für einen Sekt auf? Alkoholfrei. Alkoholfrei. Und ist das dieser Kindersekt? Nee, von Rotkäppchen, der alkoholfrei ist. Ach so, was die von Rotkäppchen nicht alles haben, oder? Die haben einfach alles. Also ich sag mal, deine Silvestersause, meine liebe Sarah-Fee, die steht. Freust du dich denn auf 2021 oder glaubst du, das wird noch beschissener, das Jahr? Also, ich beobachte ja ganz viel aktuell die Corona-Zahlen und das mit der Impfung, ne? Ja. Und ich überlege mich, schaffen die es wirklich, wie es diesen Monat in der Zeitung steht, dass großflächig fast alle Normalen in Deutschland, ob die es wirklich schaffen, dass die im Sommer geimpft werden können, die stinknormalen Leute, die nicht irgendwie an erster Front arbeiten. Da bin ich echt gespannt. Ja, es läuft ja aktuell noch ein bisschen schleppend, ne? Ja. Was habe ich vorhin in den Nachrichten gesehen? Irgendwo fehlen Impfstoffe, wo sie versprochen hatten, definitiv, dass sie da schon in Altersheim und so anfangen zu impfen. Also das ist eben noch das Spannende für mich 2021. Und das Allerspannendste ist, wie feiere ich meinen 22. Geburtstag? Wann ist der denn? 3. Februar. Das heißt, ich hatte dieses Jahr Glück, meine Schwester 26. Februar, die hatte noch mehr Schwein, dass man da noch kein Kontaktverbot hatte und sie noch mit allen groß ihren 18. feiern konnte. Da hatte sie mehr Glück als ich dieses Jahr. Verstehe. Also, obwohl, wie hört man, 3. Februar, da war doch auch noch nichts. Ja, und ja, aber 26. Februar war ja so die Kippe, weißt du? Das war ja so die Kippzeit. Ach so, ich verstehe. Aber du konntest dann deinen... Hatte ich mit dem 3. Februar komplett Glück. Ja. Aber sie auf ihren 18. hatte nochmal Sauschwein gehabt, dass sie am 26. Februar geboren ist. So also nochmal ganz Schwein gehabt. Weil viele in ihrem und meinem Freundeskreis, die 18 geworden sind, sind leider, seitdem der Corona-Lockdown in Deutschland ist, konnten die nicht feiern. Und alles, wo man zu meiner Schwester so... Wow, du hast so viel Glück, dass du am Februar Geburtstag hast. Du konntest auch deinen 18. gescheit feiern. Wir nicht. Und ich denke mir so, ja, passiert. Feierst du denn deinen Geburtstag immer groß? Ganz ehrlich, die letzten paar Jahre waren das eigentlich bei meiner Oma in einer Anführungszeichen kleingroßen Gruppe oder... Mit Mama und meinem Ex beim Chinesen. Klein, groß bei der Familie deshalb, weil das Problem ist, wenn bei uns der kleinste Familienkreis zusammenkommt, mit Kindern und Eheleuten und so, sind wir leider schon bei 30 Leuten. Ich verstehe. Also so klein ist immer relativ bei euch. Ja, als meine Oma 80 Jahre alt wurde, da hatte sie im Sommer, wir haben es halt auf September, Oktober verlegt, weil sie einfach mehr als 100 Leute eingeladen hat. Und das war alles nur Verwandtschaft und halt ihr Schwimmgruppe und ihr Chorverein. Das, okay, ich verstehe. Also das heißt, wenn du dann am 3. Februar feierst, da freust du dich schon drauf, aber ist natürlich dann im allerkleinsten Kreis, ne? Lockerung wird es ja wohl nicht geben bis dahin. Ach, und selbst wenn ich mit meiner Mama alleine feiere, auch kein Problem. Also bei mir ist es ganz gleich, mit wie vielen Leuten ich feiere. Hauptsache, man hat Spaß. Ja, also das geht ja auch in der großen Gruppe und in der kleinen Gruppe. Und selbst wenn es dann via Facebook oder Instagram live ist, dann ist das so. Hauptsache, man hat ein paar Leute, die man mag und man hat Spaß. Hast du viel gezoomt und viel gestreamt mit deinen Freunden übers Jahr, dass man sich sieht? Ich habe nicht so viele Freunde, ehrlich gesagt. So leid mir tut, ich bin eine, die hat ziemlich wenig Freunde, aber dafür die Besten. Aber mit denen zoomst du dann auch mal oder machst so... Mit denen war ich tatsächlich draußen unterwegs, weil es sind einfach nur 1, 2, 3 beste Freunde und da ging alles. Ah ja, naja, das ging ja auch. Haben wir auch gemacht. Sind durch den Wald gegangen mit Freunden Meine und so. Meine Freundin von ja. mir, die wohnt unter mir. Da haben wir es geschafft, dem Ordnungsamt zu erzählen, dass es ein Haushalt ist. Haben sie abgekauft.
Falls jemand vom Ordnungsamt zuhört, ja, dann weiß jetzt die Wahrheit. Und die anderen zwei, die wohnen auch in einem Haushalt. Aber wie klärt man denn das mit dem Ordnungsamt ab? Ruft man an und lässt sich das offiziell... Nein, die haben uns erwischt und gesagt, ihr seht nicht aus wie ein Haushalt. Da haben alle unsere Persos vorgezeigt. Und bei uns stand halt am Zollstock bei uns beiden und bei denen stand halt da und da, da und da. Und dann hat er uns abgekauft, dass das zwei Haushalte sind mit je zwei Personen drin. Okay, aber du bist... oben und unten. Aber du bist bisher von Corona verschont geblieben. Carlo, ich hatte Corona nicht bekommen und musste noch nicht mal einen Corona-Test machen, obwohl ich mit mehr Leuten Kontakt hatte als meine Mutter. Und bei meiner Mutter waren sie zuletzt gestern. Also finde den Fehler. Ja gut. Gut, auf der einen Seite legst du deine Haushalte zusammen, auf der anderen Seite sagst du, du hättest viele Kontakte. Aber ich sag mal, grundsätzlich. Naja, beim Einkaufen oder durch die Stadt bummeln, da hast du ja viele Kontakte, Carlo. Ja. Aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Und trotzdem habe ich kein Corona bekommen. Aber grundsätzlich. Also, selbst eine weltweite Pandemie will mich nicht. Also, aber grundsätzlich, so richtig scharf drauf, einen Corona-Test zu machen, ist ja auch nicht so, ist man nicht so richtig scharf drauf, ne? Ich mittlerweile schon, weil ich es einfach scheiße finde, dass ich dieses Jahr mehr Kontakt mit Leuten hatte als meine Mutter, aber sie getestet wird wie verrückt und ich noch nie. Deshalb also, bin ich da so ein scheiß bisschen scharf drauf. Das ist doch nur der unfaire Halbzeiber, was die Testung betrifft. Also ich sage mal so, du hast dich so gut wie möglich an die Corona-Maßnahmen gehalten, sage ich mal. Aber ich sag mal, so richtig scharf drauf zu sein auf so einen Test, ich meine, ist ja ein bisschen eklig, ne? Die Stäbchen in die Nase und in den Rachen. Ja, klar, es ist eklig, aber überleg mal, du wirst nicht getestet, hast die ganzen Kontakte gehabt, deine Mutter, die fast das ganze Jahr über zu Hause war wegen ihrer Arbeit, was nicht anders ging. Wird jetzt, was weiß ich, wie oft getestet, nur weil bei ihr auf der Arbeit mal wer positiv war. Ja gut, aber das ist natürlich, ja, das ist aber auch ein... Ja, aber Carlo, ich bitte dich, ich mit 10.000 fremden Schülern, Erwachsenen und so, ne? Und sie wird noch getestet, nur weil eine Person mal im Sommer positiv war. Ja, aber das macht ja Sinn. Aber ich sag mal, du hättest ja auch zu so einer Teststation fahren können. Du, als das Ordnungsamt das erste Mal hier war, da habe ich gesagt, Leute, wie sieht's eigentlich aus? Die so, nö, sie waren nicht mit dem Kontakt, sie waren scheinbar nicht mit jemandem, der Risikopatient war. Und da habe ich gedacht, so, ja, okay, meine Oma, ne? Und dann so, ja, sie waren ja nirgends wie draußen. Ich so, ja, okay, was ist mit den ganzen Schülern, die ich mir im Bus teile, mit den ganzen Leuten in DM und so, wo ich war? Ja, aber solange sie da nichts gehört haben auf ihrer App und ich denke mir so, ich habe noch nicht mal die App. Würde die denn auf deinem Handy funktionieren? Ja, die würde funktionieren tatsächlich. Aber du hast... Weil ich einen Samsung Note 8 habe. Also wird die App rein theoretisch funktionieren. Aber ich will es nicht, weil ich will nicht wissen, mit wie vielen Corona-Leuten ich Kontakt hätte. Diese Zahlen würden mich einfach nochmal verängstigen, dass ich mit meinem Arsch nächstes Jahr zu Hause bleibe. Also habe ich mir die App gar nicht installiert, um nächstes Jahr wieder loslegen kann. Also was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Richtig, so lebe ich. So lebst du, okay. Was ich nicht weiß, das macht, kann mich ja nicht heiß machen. Aber dann brauchst du ja auch dem Corona-Test nicht hinterher zu trauern. Ist ja dann auch egal. Ganz ehrlich, so brutal, wie das manchmal im Internet oder im Fernsehen dargestellt wird, oder ich bei meiner Mama gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich diesen Test noch nicht machen musste. Aber eben warst du doch noch ganz heiß drauf. Ja, das ist so ein Hin und Her bei mir, Carlo. Ah, ich verstehe. Auf der einen Seite finde ich es kacke, dass ich noch nicht getestet wurde, weil ich so viel Kontakt hatte. Auf der anderen Seite sage ich mir aber, gut, dass mir dieses eklig wehtunende Prozedere verboten bleibt, weißt du? Ah, okay. Naja gut, verboten vielleicht nicht, aber auf jeden Fall hat es den ja nicht erwischt, weil in deiner Nähe noch kein konkreter Fall war. Meine liebe Sarah Fee, also, na hör mal, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir Gesundheit und Erfolg fürs nächste Jahr. Dass alles. Ich dir und deine Frau auch. Danke dir. Und dass alles bei dir so kommt, wie du es dir wünschst und du es dir vorgenommen hast, aber auch nicht zu viel, ne? Performe nicht wieder so. Schalt mal einen Gang zurück. Nicht, dass du wieder deine Ziele fürs neue Jahr direkt übererfüllst, meine liebe Sarah Fee. Aber Carlo, du, was Gewicht betrifft, da kann ich nur Vollgas geben und übers Ziel wieder hinausschießen. Ja gut, aber dann, das finde ich ja auch nicht verkehrt. Weil ich sag mal so, ich bewege mich im Anfang 100er-Bereich aktuell. Ja, das ist bei meiner Größe schon
Adipositas Typ 1 ist. Aber da will ich dir ja auch deinen Elan gar nicht nehmen. Du hast ja nur gesagt, du hast vielleicht auch andere Bereiche, wo du ein bisschen zu viel gemacht hast. Deswegen. Ja, das kriege ich locker hin. Also, was das angeht, das meine Liebe, was das angeht, meine Liebe, halt es durch. Liebe Sarah-Fee, ich wünsche dir alles, alles Gute, einen schönen Abend und einen guten Rutsch, ein gutes neues Jahr. Mach's gut, meine Liebe, halt die Ohren steif. Ich danke dir für deinen Anruf heute. Kein Problem. Ciao, tschüss. Ciao, hau rein. Ciao. Das war unsere Sarah-Fee, meine Lieben. Ja, und jetzt sehe ich, im Warteraum sitzt schon tatsächlich der nächste Gesprächspartner. Aber bevor ich unseren nächsten Gesprächspartner hier reinnehme in die Sendung, Leute, erst nochmal. Hallo, 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 hallo Chat. Hallo Chat. Chat schreibt man mit T-S-C-H-E-D, ne? Oder wie war das? Meine lieben Leute, hallo nochmal, lieber Gembala. Hallo nochmal, liebe Jule, danke, dass du dabei bist. Hallo Toko Berlin, hallo Bengalio, hallo, hallo Leute, hallo Schwabe, schön, dass du vorbeischaust. Hallo mein lieber David, du bist auch dabei. Ja, Abstand, sagst du, ist immer gar nicht so schlecht. Ja, viele Leute mochten das noch nie, wenn einem so auf die Pelle gerückt wird im Supermarkt, ne? Und die haben sich immer über schon jetzt über diese Abstandsregeln eigentlich gefreut. Mein lieber Julian, hallo, hallo, hallo. Und Christoph, hallo lieber Christoph, hallo Snake, habe ich schon gesagt, hallo Elias von der Ronny Gang, hallo Elias, wir sind keine Hooligans, wir sind Ronny Berger Fans, ist doch klar. Hallo Celine auch nochmal an dich, hallo liebe Celine und Tappa, du hast dich auch schon im Chat gemeldet, hallo, 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 meine lieben Leute, herzlich willkommen hier zur Jahresendsendung mit dem Carlo und danke, meine Lieben, für eure Hosts, danke, meine Lieben, für euren Support, danke, meine Lieben, für eure Abos, vorhin schon, danke, mein lieber Snake, für deine Unterstützung, für dein Abo und danke, mein lieber Mike, hallo, 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 danke für dein Abo, hallo, Leute, ich danke euch sehr, meine Lieben. Danke euch. Ich danke euch sehr, meine Lieben, für euren Support, für eure Unterstützung. Immer wieder fürs Einschalten und Reingucken und Anrufen. Danke, 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 meine Lieben. Es war ein wildes Jahr. Und jetzt holen wir mal den nächsten absolut wilden Gesprächspartner hier rein in die Show, oder? Weiter geht's hier mit Call-In. Da holen wir ihn mal rein. So. Hallo. Ja, guten Abend, mein lieber Carlo. Hallo, mein lieber Tappa. Wie geht es dir denn? Grüß dich. Ja, mir geht es, den Umständen entsprechend gut. Also persönlich, hast du? Ja? Ja, persönlich muss ich sagen, geht es meiner Frau und mir sehr gut. Aber du weißt ja, ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, wir haben ja im Freundeskreis da eine Sache gehabt. Aber wie gesagt, ansonsten geht es so gut. Wir sind gut über den Feiertag gekommen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ihr hattet ja so ein ganz besonderes Konzept. Du hast ja über die Feiertage noch Cyberpunk zu Ende gespielt. Ist richtig, hey, ne? Nicht so ganz. Was war denn da los? Das war doch dein fester Plan. Ja, eigentlich war ja mein fester Plan tatsächlich über die Feiertage Cyberpunk zu Ende zu spielen. Allerdings hatte ich dann... Also wie du ja wahrscheinlich schon gehört hast, ist das Ding so ein bisschen verbuggt. Ja, ja, bisschen. So ein bisschen. Ja. Ne? Also man muss sich da gar nicht aufregen. Und das war am Heiligabend, war ich denn so in einem, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, willst du dich jetzt wirklich, musst du das dir wirklich jetzt selbst antun? Also ich meine, jeder von uns hat so eine kleine selbstquälerische Ader. Aber in meinem Fall wächst das also nicht zum Masochismus aus. Gut. Und ich habe dann mich dafür entschieden, so ganz spontan, ehe ich jetzt mich in das Spiel begebe, mache ich am Heiligabend noch mal einen Stream an. Ah, okay, ich verstehe. Also hast du gestreamt Heiligabend? Ja, und ich habe zuerst gedacht, so weißt du, ich meine, du weißt es ja selber, normalerweise denkt man ja so 90% der Leute, die hier auf Twitch sind, die unternehmen was mit ihrer Familie. Und ich mache den Stream an und ich hab kaum Vorlauf gehabt. Normalerweise habe ich ja immer so 15 Minuten Vorlauf morgens, wenn ich anfange, ne, dass ich so Viertel vor sieben den Stream anstelle, schon mal schön die Musik anmache und den Countdown und dann können die Leute sich schon mal ein bisschen unterhalten im Chat und so, ne? Und da hatte ich so gerade, ich glaube, 5 Minuten Vorlauf. Und in den 5 Minuten waren aber schon 10 oder 12 Leute drin. Verstehe.
Und ich war dann so ein bisschen verblüfft, weil ich dachte, irgendwas ist da kaputt. Das kann eigentlich nicht sein am Heiligabend. Ne? Ja, und dann sind das nachher, ich glaube, Heiligabend waren 40 oder 45 Leute. Ja, ich glaube dir das, ja. Also das glaube ich sofort. Ich meine, klar, das ist natürlich auch Twitch, ne? Auf Twitch gehst du eben dann auch, keine Ahnung, du hast vielleicht keinen Partner oder vielleicht warst du auch schon bei der Familie oder Familie ist zu weit weg oder du durftest nicht, weil zu viele Haushalte gerade dieses Jahr noch oder irgendwie so ein Kram, ne? Und dann sitzt du alleine Heiligabend zu Hause. Ja, genau, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich dieses Weihnachten eine ganz, ganz andere, ja, ganz, ganz anders für viele Menschen waren, denn die, also wir hatten uns ja, und ich meine, ich sehe ja meine Eltern tatsächlich einmal die Woche, weil ich versorge ja meine Eltern, ja. Also mindestens einmal die Woche, jeden Samstag bin ich sowieso da, ne, abgesehen davon, dass ich meistens unter der Woche eben noch ein paar Sachen für meine Eltern mache und ich bin im Haus meiner Eltern mit Maske. Na, also ich bin tatsächlich auch mit, um meine Eltern zu schützen. Ganz einfach. Und ich denke mal, bei vielen anderen ist es so, ja, die sind noch berufstätig oder viele, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe tatsächlich viele Leute, die meine Zuschauer sind, die dann Pflegekräfte sind, die zum Beispiel aus der Nachtschicht kommen oder die in der Gastronomie arbeiten und. Also tatsächlich auch noch Leute, die jetzt tatsächlich auch noch in Arbeit sind. Und die fahren dann nicht zu ihren Eltern. Die sind, also ohne Ausnahme, muss ich tatsächlich sagen, bei mir in der Community, alle so vernünftig, die viel Kontakt mit Außenmenschen haben, fahren oder sind tatsächlich nicht zu den Eltern zu Weihnachten gefahren. Respekt, muss ich sagen. Hätte ich so nicht erwartet. Und die haben sich natürlich alle gefreut. Ne? Das war ein sehr, sehr, also der Heiligabend war tatsächlich ein, wie soll ich das sagen? So ein ganz besonderer Community-Abend. Ich verstehe. Ich bin das tatsächlich, also es ist auch jemand, hat mich dann auf, du weißt ja, ich mache ja so, ich habe ganz spontan Animal Crossing angemacht, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja. Ne, und dann bin ich auf so eine Insel gegangen von jemandem, der dem Kanal auch schon folgt, eine junge Frau, und die hat ihre Insel, die war super wunderhübsch geschminkt und geschmückt, sag ich gerade. Die Insel war so wunderhübsch geschmückt, also auch alles, weil abends bin ich ja nie auf Animal Crossing unterwegs und dann war plötzlich alles dunkel und schöne Leuchten und so weiter. Und dann ist daraus, aus dieser Kombination Community, die Leute im Chat und dann diese Insel, über die man dann gewandert ist und gezeigt hat und so, ne, ist das ganz Besonderes geworden. Ich verstehe, das ist so auch immer so die Faszination Twitch, ne? Ist so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, ich meine, ich weiß ja, ich denke, dir wird es vielleicht in irgendeiner Art und Weise ähnlich gehen, obwohl du bist ja, ich glaube, du hast ja immer noch mehr Kontakte über deinen Beruf zu Menschen nach draußen. Leider ja. Leider ja. Die verfluchten E-Mails, du. Die verfluchten Videokonferenzen. Naja, aber das ist ja noch so eine andere Geschichte. Du weißt ja, ich habe ja die letzten 3 Jahre, eben auch aufgrund meiner Gesundheitsgeschichte, ne, ich habe ja nur noch Teilzeit gearbeitet die letzten 3 Jahre, ja. Und bin seit Januar zu Hause, war auch unvorhergesehen. Ne? Und eigentlich hatte ich eine Zusicherung für eine Stelle, also eine permanente Stelle. Ja. Und wenn du zweimal verlängert wirst, du kannst ja nicht ein drittes Mal verlängert werden. Ist ja, so. Ja, ja. Ja, und dann war das dann auch so, dann haben die meine Stelle abgebaut und die hätten nur noch eine Stelle gehabt, die dann tatsächlich wieder zeitbefristet war. Und das ging nicht. Ja. Ne? Also saß ich ja quasi ab Januar zu Hause. Und für mich, was in diesem Jahr passiert, da kommen wir dieses Thema, was wir beide wahrscheinlich erlebt haben, Twitch hat tatsächlich mein Leben verändert. Ja, tatsächlich, das stimmt. Ja. Also ganz gewaltig. Ja. Also ich bin wirklich, ich habe ja öfter schon von meiner Geschichte erzählt und gerade so gesundheitmäßig, weißt du ja, wegen dem Schlaganfall sind das jetzt gut 8 Jahre her. Ne? Da ist ja einiges weggebrochen. Ich habe keine Musik mehr gemacht und, weil ich ja auch nicht mehr spielen konnte. Und es ist so ganz, ganz viel soziales Umfeld ist weggebrochen. Ja, ja. Und man zieht sich ja zurück dann. Ne? Wenn man dann auch so ein bisschen merkt, so einige Freunde waren dann doch nicht so ganz die Freunde, weil die auch mit der neuen Situation nicht gut klarkommen. Ne? Also so durch dick und dünn ist dann, das ist so eine Geschichte. Ich meine, ich bin da anders, aber sowas kennt man ja auch, ne? Dass so plötzlich Leute dich dann ganz, ganz, weil du eben nicht mehr so ganz das mitmachen kannst und dass der Alte bist wie früher. Mhm. Ne? Aber
Twitch hat tatsächlich, also so schlimm 2020 auch für, also ich meine die Menschheit ist und also die Ereignisse in diesem Jahr, ich persönlich, also rein auf mich selber bezogen, kann mich über 2020 überhaupt nicht beschweren. Ne? Also Twitch hat tatsächlich die Community auf Twitch und Twitch als Medium, als Plattform, hat mein Leben also 180 Grad verändert. Ja, also da muss ich auch sagen, es ist halt, ich finde es halt unglaublich belebend, ja, unglaublich belebend, diese Sendung hier zu machen, also jetzt von meiner Perspektive aus gesprochen, diese Sendung hier zu machen, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram zu machen oder auf Twitter, um zu sagen, jetzt das und das ist die nächste Sendung und so, oder sich halt was zu überlegen und oder irgendwelche Leute einzuladen und so weiter und so fort, soweit das organisatorisch reinpasst. Das finde ich halt ein unglaublich belebendes Element. Ich finde das auch mal spannend, was im Chat kommt. Ich finde es spannend, wenn man nebenher auch nochmal einen Kontakt hat zu Leuten, ob das jetzt über einen Discord ist oder über irgendwelche Instagram-Nachrichten und so. Gut, ich muss natürlich sagen, im April ist das halt alles wie so eine Welle über mich reingebrochen. Da wusste ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Machte aber auch nichts, denn im April hatten wir ja eigentlich auch alle genug Zeit und so. War ja alles dann auch ein bisschen runtergefahren und so, auch die ganzen Strukturen. Wenn man in Projekten arbeitet, durch das Homeoffice, viele mussten sich erstmal drauf einstellen, erstmal sich, keine Ahnung, eine Webcam kaufen und so. Das war ja alles schwierig. Alles kostete dreimal so viel und so. Leute haben keine Bildschirme gekriegt. Ja, das war ja alles Wahnsinn. Weißt du noch, als die Webcam-Preise von gestern, von heute auf morgen, das Dreifache waren? Das werden wir uns später mal erzählen. Eine HD 920, ja. eine Logitech-Kamera, die mal gerade 45 oder 48 Euro gekostet hat früher. Plötzlich kostet die 150. Ja, locker, locker. Die ganzen Mikrofone waren ausverkauft auf Thomann. Wahnsinn. Und überall, ach, keine Ahnung. Ja, also, heißt, uns hat das auf jeden Fall sehr belebt. Dir hat es auch nochmal viele Kontakte wieder oder neue Kontakte in dein Leben gebracht. Tapper, Heiligabend habt ihr euch einen schönen Community-Abend gemacht. Aber, mein Lieber, jetzt höre ich doch irgendwas. Hast du die Nase verstopft? Was ist los bei dir? Musst du zum Corona-Test? Nee, also ich bin vollkommen gesund. Ich habe einen Test hinter mir, ich bin vollkommen gesund. Ich habe aber eine permanente Allergie, also das hängt hier damit zusammen. Ich dachte, du bist so ein bisschen verrotzt oder so. Nee. Ich habe tatsächlich permanente Allergie, also ich habe immer so ein bisschen, ich schnotter immer ein bisschen. Mein Trörö im Stream ist bekannt. Stimmt, ja, stimmt, du putzt dir auf die Nase, das stimmt wirklich. Ja, ich putze mir im Stream verhältnismäßig auf die Nase und das ist also bekannt. Also ich bin tatsächlich Allergiker und ich bin zwar nicht katzenallergisch, aber ich habe bestimmte Stauparten, bin ich allergisch und da kommst du einfach nicht dran vorbei. Und ich bin nicht so unbedingt der Mann und ich bin nicht so unbedingt der Mensch, der sich jetzt desensibilisieren lässt. Ah, okay, verstehe. Na, also ich muss genug Medikamente nehmen, also da, es muss nicht noch obendrauf was sein, jedes Jahr oder alle paar Jahre. Und da muss ich sagen, also dann eher, ne, ich halte meine Wohnung dementsprechend sauber, ich habe so bestimmte Art und Weise, wie wir unsere Wohnung sauber halten. Ja. Und es lässt sich nicht ganz vermeiden, aber ich bin damit zufrieden, ich lebe so gut, wie ich lebe. Also das ist gut so. Tapper, bist du großer Swiffer-Fan? Ja, ich benutze auch Swiffer. Ich liebe Swiffer. Tapper, warum haben diese Leute, die den Swiffer erfunden haben, keinen Nobelpreis bekommen? Ich verstehe das nicht. Für irgendeinen Unsinn, keine Ahnung, schwarze Löcher, wie die sich ausdehnen und so, Nobelpreis gibt es da ohne Ende, keine Ahnung. Ja. Die Leute, die den Swiffer erfunden haben, was haben die bekommen? Einen warmen Handschlag. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Nix. Wahrscheinlich. Aber weißt du, was doch viel, viel cooler ist wie der Swiffer? Oder sagen wir so, genauso cool ist wie der Swiffer? Kennst du ich weiß nicht, ob du die Farbfirma Bissell kennst. Bissell? Die Farbfirma? Ja. Nee, Bissell. B-I-S-S-E-L. Nein, was machen die? Die machen unter anderem Staubsauger. Und die haben ein Gerät. Das habe ich mir mal irgendwann angeschafft. Ich hatte mehrere von diesen Dingern, also mehrere von diesen. Das Ding heißt Bissell Crosswave 3 in 1. Sieht ein bisschen aus wie so ein Dyson. Hast du den gerade, diesen Crosswave 3 in 1, hast du den gerade da? Ja, ich sehe ihn, ja. Sonst gebe ich dir einen Link. Ja, ich sehe ihn. Der Bissell Crosswave ist eine Mischung aus Staubsauger und Nasswischer. Ah, okay. Du hast also einen Wassertank drin, du hast unten ist eine rotierende Bürste, ähnlich wie jetzt bei Vorwerk ist ja auch eine rotierende Bürste unten.
Ne? Und der Wassertank, den kannst du natürlich dementsprechend Reinigungsmittel reintun. Und den hat er einen Abwassertank. Und das ist so ein Ding, also gerade wenn man Laminat hat, dieser 3 in 1, der reinigt auch Teppiche. Ah, also der reinigt nicht nur Laminat, der reinigt auch Teppiche. Und für Allergiker ist das ideale Gerät. Lieber Tapper, du als routinierter Allergiker, sage ich mal, ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass viele Teppichhersteller ihre Teppiche jetzt wieder damit bewerben, dass die eigentlich gut für Allergiker sein sollen, weil die Teppiche Flusen und Staub speichern? Glaubst du da dran? Offensichtlich nicht? Nein. Nein, natürlich nicht. Weil die sagen, der Teppich bindet die quasi und das wäre eigentlich gar nicht schlecht für Allergiker, aber da glaubst du nicht dran. Ja, nee. Also wenn der Teppich das tatsächlich tun würde, also das alles binden müsste, dann würdest du den alle 3 Jahre austauschen müssen. Ja gut, die Leute wollen auch Geld verdienen, ne? Oder? Ja. Möbelboss vor Werk, keine Ahnung. Naja, also ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine geile Geschichte ist, dass man sich denn so alle 3 Jahre komplett die Innenausstattung verlegen lässt. Also. Es nervt mich schon, wenn man so eine kleine Ecke in der Küche streichen muss, da schnappe ich schon über. Das muss Frau Carlo machen, weil ich bin für Renovierungsarbeiten bin ich überhaupt nicht zu gebrauchen. Mein lieber Tapper, also jetzt haben wir für alle Allergiker noch den Crosswave 3-in-1 Nass-Sauger in den Chat geschmissen. Mein lieber Tapper, Silvester. Was ist los bei dir, Silvester? Streamst du Silvester wieder? Machst du dir was Leckeres zu essen? Wie muss man sich das vorstellen? Silvester bei unserem Tapper. Tapper, du böllerst doch. Nee, ich bin nur natürlich. Ich sehe dich doch da stehen mit den Raketen. 200er Pack vom letzten Jahr noch. Und du böllerst die ganze Nachbarschaft kaputt. Ich glaube, ich habe mal irgendwann mal von jemandem tatsächlich, also von einem der vorherigen Nachbarn hier, da habe ich tatsächlich mal irgendwie der wollte dann mit mir böllern und so ein Kram, ne? Und da habe ich mal so ein Paket, so, weißt du, kennst du diese Dinger, wo so viele verschiedene Dinger aneinander gebappt sind, also das sind so Plätze sind das. Ja. Den habe ich immer irgendwo noch im Keller liegen. Jahrgangsböller. Jahrgangsböller von 2012. Ja, mein Lieber, also ich muss ja sagen, ich habe natürlich mit 17, 18, 16, 19, das habe ich natürlich geliebt, auch diese Raketen abzufeuern und so, die Macht über das Feuer. Und dann hat sich das so ausgeschlichen irgendwie und dann war es irgendwie vorbei, keine Ahnung. Raketen finde ich immer noch gerne. Ich gucke mal gerne ein professionelles Feuerwerk an. Ja, ja. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, ja, also da kannst du das, was da Vergleich ist, ja nicht, du kannst das nicht miteinander vergleichen. Ja, ja. Aber ansonsten bin ich kein großer Freund des Böllern. Ja, verstehe ich. Weil ich habe auch immer Haustiere gehabt. Ah ja, verstehe. Na gut, das ist natürlich noch ein anderes Thema. Ja, wenn man Haustiere hat, egal ob Katzen oder Hunde oder Vögel oder sonst was, egal was man da hat, das ist ja unheimlich eine Belastung für die Tiere. Ja, und deswegen, auf jeden Fall. Deswegen ist das in meinem Leben nicht vorgekommen. Bei mir ist tatsächlich jetzt die nächsten Tage, also ich habe ganz regulär meine Streams weitergelaufen. Ich werde also auch morgen früh und am Freitag früh von 7 bis 10 Uhr streamen. Ganz normal morgens. Also am 1. Januar bin ich tatsächlich um 7 Uhr und mache meinen Stream an. Ja, why not? Das wird lustig. Gucken wir mal, wer da kommt. Mal gucken, wer dann noch da ist. Das ist nämlich, du weißt ja, ne? Genau, da bin ich gespannt drauf. Das ist tatsächlich immer, wo ich. Und eventuell, ich meine, das ist. Ich glaube nicht, dass das so ganz viel Sinn macht, morgen Abend. Jetzt, vielleicht mache ich da spontan was, aber denk mal drüber nach. Die meisten Leute, ich denke mal, das wird so viele Leute werden aktiv sein am Stream. Dass du morgen Abend sicherlich untergehen wirst. Das weiß ich gar nicht. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, dass manche darauf achten und so. Zum Beispiel Freitagabend sind sehr viele große Gaming-Streamer online, dass die dann selber gar nicht streamen und so. Oder kleinere Streamer es dann einfach lassen und so. Ehrlich gesagt, habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich mache das einfach, wenn ich Zeit und Lust habe. Aber ich verstehe schon, Silvester streamen wahrscheinlich alle. Aber andererseits, du weißt, es ist ja Silvester. Leute, falls ihr unser Tapper weiß es wahrscheinlich, die meisten von euch wissen es auch. Leute, Silvester gibt es keine Regelung wie an Weihnachten. Also falls das noch nicht zu euch vorgedrungen ist, Silvester, strenge Kontaktregelung. Silvester, keine Weihnachtsregelung, von wegen noch mit 2 Haushalten, mit 4 Personen extra oder so dazu. Also das ist gibt Silvester nicht. Silvester, jeder bleibt für sich, so ungefähr. Jeder bleibt, oder ein Freund kannst du treffen oder so, einen anderen Haushalt. Ja. Ja, ich meine, das über die
Dass das Sinn macht, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Dass man das durchaus ernst nehmen muss, ja. Ist das, ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ja. Wir haben jetzt, wir hatten zwischenzeitlich noch nicht gesprochen. Von der Schwester meiner Frau, die lebt in Sieke. Die lebt in einem Haus, das eine Etage tiefer ist, ein Orthopäde. Der ist jetzt vor einigen Monaten mit, ich glaube, 46 oder 47 Jahren an Corona gestorben. Doch, hast du, glaube ich, erzählt. Ein Arzt. Ja. Ne? Also da ist jemand, der das oder Leute, die das noch verharmlosen oder die da jetzt so immer noch diesen verschwörungsgläubigen Kram erzählen. Also ganz ehrlich, ich bin ja nicht ein Mensch, der zu Gewalt neigt, aber ich möchte diesen Leuten echt den Mund zutackern. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, when they go low, we go high, das weißt du doch. Ja, ja, aber das ist tatsächlich so, also da, wenn man denn sowas, ich meine, das ist ja nicht der einzige Fall, der mir jetzt bekannt ist. Du darfst ja nicht vergessen, meine Frau arbeitet bei einer Krankenkasse und die hat da jeden Tag Leute, die anrufen, bei denen die Angehörigen einsam und allein in der Klinik verreckt sind. Nee, klar. Und wir reden nicht von alten Leuten, wir reden tatsächlich von Leuten, die weitaus jünger sind wie du. Ja. Also ich bin nun weitaus älter wie du, aber die auch noch weitaus jünger sind wie du. Also ja. Leute, die vorher Sport gemacht haben, die super gesund waren. Ne? Und also ich persönlich habe da immer mehr oder immer weniger Toleranz für Leute, die dummes Zeug erzählen. Ja. Na, also da meine Toleranzgrenze ist da bei Weitem oder schon seit langem erreicht. Wenn bei mir einer im Kanal auftaucht, der irgendwie dummes Zeug, was Corona betrifft, erzählt, der fliegt raus, der kriegt einen komplett Bann, der kommt nie wieder rein. Also geht mir die Galle hoch. Muss ich aber auch sagen, habe ich eigentlich im Chat hier gar nicht. Jetzt hatten wir gerade hier die Sarah-Fee, die hat vielleicht das ein, zwei Mal ein bisschen lockerer gehandhabt. Aber ich muss auch sagen, wir wollen uns natürlich alle bestmöglich dran halten. Ich glaube auch nochmal, hier die Sarah-Fee, auch wenn sie gesagt hat, eben vorhin, sie hat sich da mit ihrer Freundin als ein Haushalt oder so. Ich glaube auch Sarah-Fee, sie hat es ja gesagt, sie hat ihre Masken. Auch die hat es im Prinzip bestmöglich eingehalten. Natürlich gibt es auch Leute, zum Beispiel, was man Christian Lindner, weißt du noch, hat man ihm schwer zum Vorwurf gemacht. Er war irgendwie, als die Lokale geöffnet hatten, da hatte er zum Abschied jemanden umarmt. Da kam dann der Paparazzi und dann wurde das abgedruckt. Das ist natürlich schlecht, wenn man Politiker ist und dann kommt das in die Zeitung. Finde ich natürlich schlecht, ist mir schon klar. Ja, aber auch das sind nur Menschen, ne? Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, also natürlich sind das Menschen, aber die wissen, also im Gegensatz zu uns beiden, wir stehen ja nun quasi nur auf Twitch in der Öffentlichkeit, wir sind ja nicht so exponiert. Das stimmt. Ne? Ich glaube, dass selbst du oder ich, dass wir in der Öffentlichkeit, wir betreten jetzt nicht einfach irgendein Geschäft und machen da eine Szene, weil wir keine Maske tragen wollen oder solche dummen Zeugs, ne? Also, ich weiß nicht, ob du auf YouTube diesen Arzt, diese Geschichte gesehen hast auf YouTube. Da gibt es doch so einen Arzt, der ist sogar Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Das ist einer von diesen, ja, QAnon-Verschwörungsgläubigen, also so ganz, ganz komische Type. Ich müsste dir das mal rausrufen. Ich kann dir den Link mal geben. Ich habe das abgespeichert. Und der behauptet ja schon seit Ewigkeiten, dass es überhaupt keine Corona, gar nicht gefährlich ist, wie eine etwas bessere Grippe oder sowas. Also, ganz, ganz schlimm. Und dieser Typ, der hat jetzt tatsächlich, also die wollen ihn in die Approbation nehmen, der Konzern, also die Klinik, wo er die Praxis dann auch hat, ne, also er hat so eingemietet, die haben ihm die Praxis gekündigt und. Ja, ich meine, ist natürlich auch klar, jetzt ist er natürlich noch Arzt, das erschwert das oder macht das Ganze natürlich noch heftiger, aber es ist ja zum Beispiel auch so, hier so ein paar oder so ein Anführer von hier Corona-Demonstrationen in Dresden, der ist doch auch im Krankenhaus gelandet, hat man dann irgendwie gehört. Ich sag mal so, wer es wissen will, kann es wissen, Leute, bleibt zu Hause. Deswegen nochmal der Hinweis, Silvester gibt es keine Lockerung. Also Weihnachten war es so, Silvester nicht. Also sagt es nochmal allen, falls das jemand... Das Interessante ist doch, oder was jetzt gerade passiert ist, ich meine, da muss ich sagen, ich bin nicht so unbedingt der Mensch, der Schadenfreude hat oder Schadenfreude empfindet, ne? Aber es gab jetzt letztens eben auch noch eine Sache, da lief mir das echt warm am Bein runter.
wo so drei Typen oder vier Typen, die doch gemeinsam in so einem Auto gefahren sind, in Richtung irgendeiner hier Querdenker-Demo, ne, die da wohl auch als Redner irgendwie angekündigt waren oder so, also drei dieser bekannteren Gesichter oder vier, die waren im Auto zusammen, sind von der Polizei angehalten worden, sind zurückgeschickt worden und haben zwei oder drei Tage später anscheinend, jeder von denen hat einen Bußgeldbescheid über 1800 Euro im Dings gehabt, im Briefkasten gehabt. Nicht schlecht. Da ging es mir natürlich, war mein Bein runter, ne, weil das eigentlich genau die richtige Methode ist. Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Meinungsfreiheit haben, aber wenn jemand bestimmte Regeln verletzt, dann muss der dafür zahlen, ganz einfach. Ja. Wenn ich mich ins Parkverbot stelle, dann zahle ich dafür, Punkt. Aber dass das auch so ruckzuck ging, aber ich sag mal, im Bußbescheid ausstellen sind wir Deutschen eigentlich ganz gut, ne? Da sind wir gut, also das geht so ruckizucki. Ich habe das also, ich meine, mir ist das, ich habe ja nur, du weißt ja, ich bin früher als Techniker unterwegs gewesen, als Field-Service-Techniker im IT-Bereich, ne, und dann ist das öfter mal, dass du in irgendeiner Stadt plötzlich mal, ich muss da ranfahren, weil ich muss natürlich meine Gerätschaften und mein Zeugs und so weiter ausladen, beladen, ne, und da kannst du ein Schild in rein hängen und sonst was, ich bin Techniker, ich habe hier Dingsfahrt und sonst was, da hängt ein Bon dran. Und eine Woche später fragt dich dann dein Arbeitgeber, du, wir haben ja hier einen Bescheid gekriegt, ja. Das geht ruckizucki. Ja, das geht ruckizucki. Also ich sag mal, Steuerdelikte bei Kleinen so und Bußgeldbescheide, ja. Das geht ganz einfach. Aber Tapper, jetzt will ich dich nochmal fragen, Silvester, gibt's bei dir denn was Leckeres zu essen oder ist das ein Tag wie jeder andere? Bei mir, ich habe gerade schon vorbereitend für morgen, weil du weißt ja, wir haben hier, meine Frau und ich kümmern ja uns auch um eine Nachbarin, ja. die Frührentnerin ist, die hat ganz schweres Rheuma, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Und die hatten wir zu Weihnachten bei uns, die kann auch nicht so richtig einkaufen und solche Sachen, also wir kümmern uns da ein bisschen drum. Und da habe ich schon vor 14 Tagen ein richtig schönes Filet im Kühlschrank, in denen wir haben so einen speziellen Bereich für Fleisch im Kühlschrank. Und da wird, wie heißt das doch so schön, ne? Richtig schön abgelagertes Steak gibt's. Ah. Schönes Filet, was ich also tatsächlich im Steak, im Kühlschrank drin, ne, dass das so 14 Tage zieht nochmal und richtig schön. So ein richtiges Silvestersteak. Silvestersteak. So richtig. Was gibt's im Haushalt Tapper? Was gibt's da dazu? In dem Fall werde ich ganz normal Champignons, die ich mit Weißwein ablösche. Also die ich wie gesagt, Champignons in der Pfanne angebraten, schön sortiert, mit Weißwein abgelöscht, gut gewürzt, Knobi und so solche Sachen. Dann gibt's dazu. Ich habe noch ein. Nee, warte mal, was war denn noch, was ich dazu machen wollte, Mensch? Ein Weißkohlsalat habe ich gemacht, der ist schon fertig, der zieht schon durch. Ich habe noch was, mir fällt mir nicht ein. ich weiß, natürlich braune Zwiebeln, also karamellisierte Zwiebeln. Ne? Ich habe noch was, mir fällt es nicht ein. Ja, irgendwas war dazu noch. Weil du nur an deine Böller denkst. Weil du in Wirklichkeit nur an deine Böller denkst und an deine Lichtorgeln und was das alles ist. Und du weißt doch, da fragt mich gerade jemand, Feuerzangenbowle wäre geil, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Ja, also ich muss sagen, diese Feuerzangenbowle, David, mich wundert eigentlich, dass du tatsächlich auf Feuerzangenbowle stehst. Ich muss sagen, Freunde von uns haben das einmal gemacht, die hätten neu gebaut, haben gesagt, komm zum Feuerzangenbowle trinken vorbei. Wir sind dahin, es gab eine Stichflamme bis unter die Lampe vom Esstisch. Ich muss sagen, ich war beeindruckt, es hat auch gut geschmeckt, aber das Ding, ich muss sagen, wie kommt das? Wirklich, du hast so eine halbe Tasse getrunken und du hattest sowas von die Lampe an, aber War toll. Also nicht, ja, das kannst du mit dem Zeug vom Weihnachtsmarkt nicht für richtig vergleichen. Nee. Also das hat auch Dinner for One ist Pflicht dieses Jahr. Da hat der Christopher Lloyd hat ganz recht. Natürlich ist Dinner for One Pflicht. Lass ich mir auch nicht nehmen, ja. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ich werde morgen ganz normal meinen Stream machen. Dann gibt es morgen im Spätnachmittag gibt es von Hapa. Ne? Und dann mal gucken, ich weiß nicht, ob ich morgen Abend was mache, keine Ahnung.
Ne, ob ich jetzt live gehe oder ob ich hier zu Hause für mich daddel oder sowas. Das würde ich dann ganz spontan entscheiden, weil ich ja auch am Freitag früh um 7 Uhr wieder anfange. Ja. Allerdings wird es am Samstagnachmittag bei mir ab 15.30 Uhr wieder Live-Musik geben. Richtig. Und ich habe neue Songs dabei. Wie, du hast neue Songs dabei? Ja, ich habe neue Songs eingeübt. Ein paar, also jedenfalls etwas eingeübt. Also so gut wie ich kann. Hast du noch eigene geschrieben oder jetzt Coverversion? Nee. Das sind, von meinen eigenen geschriebenen sind immer nur so 3 Stück, die ich spiele. Das mache ich auch immer zum Start. Ja. Ne, um so ein bisschen das vorzustellen, was ich mache. Ansonsten habe ich eine ganze Palette. Ich glaube, inzwischen dürften es so 30, 40 Songs sein, die ich dann cover. Was hast du dir jetzt neu draufgepackt? Was ist das? Was ist dann neu drauf? Lass mich mal eben gucken. Was zum Beispiel neu ist. Ich habe White Wedding dazu genommen. White Wedding? Von wem ist das denn? Billy Idol. Ah, okay. Hey, ah. Little Sister, what have you done? Und dann habe ich mir, eine sehr lustige Version von I Kissed a Girl. And I liked it. Genau. Ah, ja. Ah, ja. I hope my wife don't mind it. Also ist so ein bisschen so auf der lustigen Seite, ne? Ja. Dann, warte mal, was habe ich denn noch neu? Devils and Dust. Springsteen. Aha, okay. Das ist aber mehr so schon aus der Spezialitätenabteilung. Ja, natürlich. Wie gesagt, du weißt ja, ich habe viele Sachen, die ich habe natürlich Johnny Cash Hurt, Bad Things von Chase Everett. Dann First Shade of Winter, solche Sachen. Sail Away zum Beispiel dabei. Tower of Song ist so ein Ding von Leonard Cohen. Eve of Destruction sagt dir vielleicht auch noch was, wer weiß. And I don't believe in the Eve of Destruction. Eve of Destruction. Das haben wir in der Schulband gespielt, Tappa, wirklich. Ja, kannst du sehen. Yo, meine Güte, ist das her. Ja, mein lieber Tappa, also du hast ja... Ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich eventuell in der Vorbereitung habe. Da muss man mal gucken, ob ich das bis zum Samstagnabend hinkriege. Da gibt es dann Cry for Love, Iggy Pop, Wonderwall, natürlich kennen alle. Space Oddity, kennen auch einige. Ja, Bowie. Stimmt, ja. Oh, hört sich alles gut an. Hört sich alles sehr gut an. Naja, sind ein paar neue witzige Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich Rattle Yell auch hinkriege. Ja, das ist auch gut. Ah, Tappa, das finde ich sehr gut, dass du dein Cover-Repertoire da noch ein ganzes Stück erweiterst. Das gefällt mir sehr gut. Und Tappa, jetzt aber, hör mal, jetzt musst du aber noch sagen, hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr oder hältst du da nichts von? Mit dem Rauchen anfangen vielleicht? Ich habe tatsächlich einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe tatsächlich einen Vorsatz fürs neue Jahr. Man glaubt es kaum. Ne? Ich bin normalerweise kein Freund von Vorsätzen, aber ich habe mir, du weißt ja, ich streame ja eigentlich jeden Morgen über die Switch streame ich ja Animal Crossing. Ja. Gekauft habe ich mir die Switch, aber eigentlich wegen dem Ring Fit Adventure. Ja, Ne? Ich dachte, das wäre jetzt ganz neu. Ist das? Ich dachte, das geht schon länger. Nee, das ist schon, ich habe das Ding ja schon, ja. Ach, ich dachte, das Ringfit gibt es jetzt erst. Ach so. Nein, das ist, ich habe das mir vor einem Jahr jetzt zusammen mit der Switch gekauft, ne? Und gerade weil ich unheimlich gerne ja hier zu Hause was sportlich tun wollte, ein bisschen mich bewegen, fit halten. Nun ist aber so viel Arbeit in den Kanal reingeflossen und so viel Arbeit auch in die Pflege meiner Eltern geflossen. Ja. Dass mir da, also ich habe da einfach keine Zeit für mich gehabt. Und ich habe mir tatsächlich fürs neue Jahr vorgenommen, dass ich da tatsächlich jetzt mindestens 3-mal die Woche tätig bin. On-Stream? Also dreimal, nein, nicht on-Stream. Das wollen die Leute doch sehen, Tappa. Die wollen dich natürlich Animal Crossing spielen sehen. Aber die Leute wollen dich doch auch mit diesem Ringfit sehen. Kein Mensch will so ein, ich werde ja im Januar 59. Kein Mensch will so einen alten, dicken Sack wie mich. Das stimmt doch nicht. Vor der Kamera rumhüpfen sehen. Du hast so ein schönes Schweißband und noch so ein Schweißband am Handgelenk und so eine 80er-Aerobic-Hose. Wie hieß denn noch damals der Film mit John Travolta und der von Halloween? Olivia Newton-John. Nee, nicht von Olivia Newton-John, die von Halloween, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, und du bist die Jamie Lee Curtis unserer Zeit. Du weißt doch, dieser Film, wo sie denn da diese
Fitness-Dancerin oder Fitness-Frau da war. Ja. Erinnerst du dich noch? Also ich weiß, ja. Jane Fonda hatte das ja auch, die hatten ja Videos davon rausgebracht. Und ich werde mich dann in so einem bunten, Flashdance, verbiert. Tappa, und da sehen wir dich, wir sehen dich mit deinem Ringfit, ja, genau. Pumpend, on-stream, in so einem Neon-Teil, weißt du, so. Und ach, herrlich. Am besten noch so ein wie heißt der hier von der Borak spielt, der hat doch so ein aus Neon, so ein, weißt du, was ich meine? Der Borak? Was, wer ist das denn? Der Schauspieler, der den Borat spielt. Ja, nein. Ach, so weit. Da, in die Richtung hätte ich dich ja... Da gibt es doch ein Bild von, wo er so eine Unterhose hat, die ja bis um die Schulter zieht. Das stimmt. Aber in die Richtung hätte ich dich ja gar nicht getrieben. Mir hätte jetzt so ein fesches Schweißband hätte mir ja schon ausgereicht. Ich bin ganz human. Ich bin Humanist. Mir hätte so ein fesches Schweißband bei dir schon ausgereicht. Ich will dich gar nicht in diesem Burkini, war es doch. Der Burkini. Ach, ja, irgendwie sowas. Da will ich dich gar nicht in die Richtung reinquatschen. Nein, aber so ein bisschen Ringfit-Tapper auf Twitch, das ist eine Bombe. Da sehe ich dich. Sacha Baron Cohen. Typ. Genau. Ja, und da sehe ich dich. Das wollen wir doch alle sehen. Der Chat will es doch sehen. David will es sehen. Herr Kakapopo will es sehen. Das neue Jahr soll ich mir vornehmen, eine Fitness-Sendung für ältere Herren zu machen. Ach, wieso das denn jetzt? Schreib dich doch. Nein, pack's doch an. Schreib dich nicht ab. Das dann ist doch super. Dann müsstest du allerdings mitmachen, mein Lieber. Ja, ich muss sagen, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also Sport on Stream zu machen, wäre schon eine ziemliche Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen. Um das einzuhalten, ja. Weil du dich mit der Community verabredest und die feuert dich dann an. Aus der Nummer kommst du halt nicht raus. Und das muss ich sagen. Wir haben bei uns auf dem Discord-Server haben wir ja tatsächlich einen Bereich für Ringfit Adventure, wo wir dann unsere Daten posten können. Ah ja, also guck, genau. Das ist schon da. Ja, ja, eben. Also das glaube ich schon, dass das motiviert. Ich könnte das leider von der Raumsituation schlecht bei mir realisieren, aber ich glaube, das ist sehr motivierend, die Daten dann zu posten und so. Ja, das gucken wir mal. Also, aber ich werde da sicher kein Spiel machen, aber wir machen tatsächlich was innerhalb der Community in dem Bereich. Und wie gesagt, das ist so meine, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, was hast du dir für dieses neue Jahr vorgenommen? Ich hatte mir die Switch eigentlich für Ringfit Adventure gekauft, genutzt habe ich sie dann für einen Stream für Animal Crossing, aber ich habe mir das neue Jahr vorgenommen, dass ich tatsächlich mit Ringfit Adventure das jetzt mal durchziehe, mindestens dreimal die Woche eine Stunde Sport damit mache, alleine, weil man bewegt sich einfach zu wenig, wenn man nachher nur noch streamt. Ist so. Also ich muss sagen, ich habe ja so schon eine sitzende Tätigkeit. Dann noch das Streamen dazu. Gut, ob ich jetzt auf dem Sofa Netflix gucke oder alternativ dazu streame, sitzen ist irgendwie sitzen und so. Aber ich merke schon 2020, das war ja meine Vollbremsung im März, als die Fitnessstudios zugemacht hatten. Da habe ich schon auch ziemlich den Faden verloren und so. Zu den Corona-Kilos sind jetzt bestimmt nochmal 2 Weihnachtskilos dazugekommen. Also, nächstes Jahr packe ich es auch wieder an. Wie warst du mehr jetzt? Was denkst du? Einfach viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. Über Zahlen wollen wir gar nicht reden. Auf jeden Fall. Ich bin da ganz offen drin. Ich war auf dem guten Weg unter 100. Ja. Und bin wieder auf 110. Ja, das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Und das ist nicht gut. Nein. Das ist nicht gut. Also da ist tatsächlich auch, das ist für die Gesundheit nicht gut. Ja, nein, ich merke, das ist auch, ich gehe auf die 40 und jetzt denkt man, das ist noch ein junger Mann. Ja, aber Mensch, wenn du natürlich... Du könntest ja mein Sohn sein, weißt du was? Aber wenn du schon, ich sag mal, übergewichtig bist, da du denken kannst, ganz ehrlich, du gehst auf die 40, du bist einfach ein bisschen dicklich, da merkst du die Knie und so, die merkst du dann schon. Und das willst du ja nicht. Das ist ja einfach scheiße. Aber wie gesagt... Richtig. Ohne meine Vollbremsung aus dem März wäre ich schon viel weiter, sage ich euch. Ja. Und jetzt geht's wieder los nächstes Jahr. Dann haben wir beide ja ein bisschen dasselbe vor. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Vorsatz für jedes Jahr. Wir werden beide Ringfit Adventure, was hältst du davon? Doppelstream. Auf Zoom. Ja, und das dann rein wird, ja, auf Zoom und dann noch für rein wird gestreamt. Einmal im Wechsel. Du, ich, immer Ringfit Adventure. Aber ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich die Räumlichkeiten dafür nicht, dass ich das abbilden könnte. Aber wer weiß, was alles noch passiert hier on Stream. Ich will ja noch einiges ausprobieren. Insofern mal gucken. Genau. Mein lieber
tapper. Also, wir haben einen kleinen Jahresrückblick gemacht. Wir haben, oder einen Weihnachtsrückblick gemacht. Wir haben Silvester zusammen, wir haben gehört, was du Silvester vorhast und in dir Leckeres reintust und die Vorsätze fürs neue Jahr. Mein lieber Tapper, ich wünsche dir von Herzen auf jeden Fall einen gesunden, fantastischen, super guten Rutsch. Wir haben gehört, du böllerst nicht, sehr löblich. Und, mein lieber Tapper, ich wünsche dir auch fürs nächste Jahr ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Stream. Du hast dein Repertoire erweitert, deine Cover-Repertoire für die Samstage. Das freut mich sowieso sehr. Ich wünsche dir Gesundheit. Ja, und 2021 kommt. Ich sag mal, es kann nur besser werden, oder? Machen wir das Beste draus. Wir machen das Beste drauf. Ich wünsche dir und deiner Frau und wen haben wir hier gerade im Dings drin? Jule ist drin. Jule, dir, deine Frau, deinen ganzen Moderatoren, sag ich jetzt einfach mal. Ne, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Ne, ich sag, ich bin morgen ja noch online, aber trotzdem jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sprechen uns wahrscheinlich ja nicht mehr vorher. Und beste Mods, genau. Ne, deine besten Mods und euch allen einen super guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund. Ja, Leute, bleibt gesund. Es gibt nichts, was so wichtig ist wie Gesundheit. Und mein lieber Tapper, du auch. Bleib gesund, mein Lieber. Alles Gute, guten Rutsch. Kuss geht raus. Ich danke dir für deine Anrufe. Ich danke dir fürs Mitmachen. Alles Gute, mein Lieber. Und Grüße auch an deine Frau. Ciao, mein Lieber. Danke dir. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Leute, das war unser Tapper hier in der Call-Carlo-Show. Heute zum Thema Silvester, zum Thema Jahresrückblick, zum Thema, was sind eure Vorsätze fürs Jahr 2021? Ich habe sie auf die Carlo-Karte draufgeschrieben. 2020 geht. Tschüss 2020. Danke für nichts. 2021 kommt mit großen, mit riesengroßen, ich sag mal mit elefantengroßen Schritten auf uns zu, meine Lieben. 2021 steht vor der Tür. Was habt ihr euch vorgenommen fürs nächste Jahr? Wo geht für euch die Reise hin? Plant ihr eine Reise? Habt ihr euch eine Ferienwohnung reserviert auf gut Glück irgendwo? Meine Lieben, lasst es mich wissen. Thema heute Silvester. Thema heute Jahresrückblick. Thema heute eure guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, 2020 geht, 2021 kommt. Die Nummer ist 0175 252 7575. 0175 252 7575. Das ist die Nummer, unter der ihr hier anrufen könnt in der Call-Carlo Call-and-Show. 0175 252 7575. Hier auf der Carlo-Themenkärtchen ist die Nummer zu sehen. Auch im Infobereich hier auf meinem Kanal unter dem Stream 0175 252 7575. Das ist die Nummer. Hier könnt ihr reinkommen in die Sendung. Heute zum Thema Silvester, Jahresrückblick, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Meine Lieben, wenn ihr hier anruft, kostet das nur ein paar Cent die Minute. Wenn ihr abgebrannt seid, dann könnt ihr hier reinkommen oder mit der Flatrate natürlich kostenfrei. Wenn ihr abgebrannt seid, weil ihr zu viel zu Weihnachten verschenkt habt oder weil ihr euch zu Weihnachten einen teuren Champagner gekauft habt, dann könnt ihr auch tatsächlich reinkommen hier in die Sendung. Über den Discord, das geht auch. Also entweder 0175 252 7575 mit einer Flatrate quasi kostenfrei, ohne Flatrate nur ein paar Cent die Minute. Oder ihr kommt rein über den Discord hier rein in die Sendung zum Carlo und das bin ich. Und dann könnt ihr hier mit mir sprechen zum Thema Silvester. Mein lieber Armaniox 2. Ja, hallo erst überhaupt erstmal. Und Kakapopo, hallo auch nochmal an dich. Nicht David, du freust dich auf seine Feuerzangenbowle, du kannst es gar nicht mehr abwarten. Ich merke schon, der Film kam neulich tatsächlich wieder im Fernsehen mit Heinz Rühmann, der Klassiker, die Feuerzangenbowle. Und mein lieber Big Mojo, hallo lieber Big Mojo, wie geht es dir denn? Hallo lieber Big Mojo, du hast es ja auf Insta gepostet, es ist ja kein Geheimnis. Mein lieber Big Mojo, was ist dir denn passiert? Was ist dir denn passiert? Ich habe gelesen auf Insta bei dir in der Story, mein lieber Big Mojo, du bist Corona-positiv. Was ist denn da passiert? Hast du, habe ich das richtig verstanden? Hast du einen Test gemacht? Du hast es ja auf Insta gepostet. Hast du einen Test gemacht? Du bist Corona-positiv. Was ist denn da passiert? Dir geht es bescheiden. Hast du Atemwegssymptome? Sagt man Symptome? Atemwegsbeschwerden? Was ist denn los bei dir? Mein lieber Big Mojo, mein lieber, das Carlo-Herz geht raus zu dir. Hör mal, mein Lieber. Das tut mir wirklich sehr leid. Seit dem 23. Dezember. Du meine Güte. Ja, aber Armani, wenn der Big Mojo Probleme hat, wenn es ihm schlecht geht, dann muss er seine Luft sparen. Dann muss er seine Luft sparen und ja, keine Ahnung. Mal kannst du dir überlegen, mein lieber Big Mojo. Seit dem 23. Dezember liegst du schon flach? 7 Tage, okay, mein Lieber. Ja, ich hoffe, es geht dir nicht allzu schlecht. Ich hoffe, ehrlich gesagt, es geht dir nicht allzu schlecht. Das ist ja immer so, irgendwie, wenn man es dann hat, nach 4 oder 5 Tagen entscheidet sich das, ob es wieder nach oben geht oder ob man wirklich in diese Luftnot reinkommt. Ne? Habe ich gehört. Keine Ahnung. Habe ich gehört. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Gute, mein lieber Big Mojo, dass es dir bald wieder besser geht. Bin im Discord, schreibt er. Bin im Discord. Alles klar. Okay. Nehmen wir dich mal rein. Wollen wir mal hören, wie es dir geht, mein Lieber. Hallo?
mein lieber Big Mojo, hallo? Ja, Moment, ich musste nur mein Mikrofon hochfahren, sorry. Oh, kein Problem. Fahr dein Mikrofon hoch. Soll ich nochmal rausgehen? Nee, alles gut, ich bin schon da. Dann, Leute, jetzt hier live in der Call Carlo Call-In Show. Unser Big Mojo, mein lieber Big Mojo. Erzähl mal, ich hab's auf Instagram bei dir gelesen. Was ist da los bei dir? Was ist bei dir passiert? Du hast geschrieben auf Insta, du bist Corona-positiv, mein Lieber. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Ich war Weihnachtseinkäufe erledigen. Ja. Und dann am 23. habe ich alles Essen vorbereitet. Ich habe mich richtig gefreut auf Weihnachten dieses Jahr. Und ja, am 24. so bei zum Kartoffelsalat und Würstchen merkte ich plötzlich, dass es nichts mehr schmeckt. Ich habe nichts mehr geschmeckt, nichts mehr gerochen. Es war alles weg. Ach. Eigentlich schon früh beim Duschen, beim Einsprühen. Ich denke so, Mensch, wieso riecht das Deo nicht? Oder das Deo ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ist wahrscheinlich schon zu alt, es riecht gar nicht. Ja, und dann so im Laufe des Tages immer mehr halt. Keine Symptome, kein Schnupfen, keine Erkältung, nichts, gar nichts. Ja, ein paar Tage später dann ging es rapide bergab bis heute. Also es geht eigentlich jeden Tag immer was Neues. Also, das heißt, du hast quasi Weihnachtseinkäufe gemacht. Du glaubst, du hast es dir bei Weihnachtseinkäufen eingefangen? Ja, hat mein Arzt auch so gemeint. Okay, was kannst du dich an irgendeine Situation erinnern? Irgendwo Schlange stehen oder so? Nee, gar nicht eigentlich. Ich war in zwei Läden einkaufen hier bei mir in der Stadt und gut, Gedränge ist ja immer. Die Leute denken ja immer, sie müssen alle verhungern. Mhm. Und ja, aber so genau spezifisch jetzt jemand mich angenießt oder so habe ich nicht. Ich habe ja auch immer auf meine Hygiene geachtet, Maske getragen, Hände gewaschen, alles. Keine Ahnung. Das heißt, wie war das am 23. hast du schon gemerkt oder erst am 24.? Nee, am 23. habe ich halt, da ging das mit dem Geruch so, beim Duschen abends habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie, es riecht alles irgendwie nach nichts so. Also das ist Deo hauptsächlich. Und dann am 24. halt beim Essen merke ich dann, das schmeckt alles nichts mehr. Also es hat nach gar nichts mehr geschmeckt. Früher beim Frühstück ging es noch, aber dann komplett alles weg. Ah, okay. Dann am 24. schon auch nichts mehr geschmeckt, den Kartoffelsalat und so. Hast du denn dann am 24. warst du denn dann noch mit deiner Familie zusammen? Ja, ja, mit meinen Kindern, also meine Kinder und ich. Ah ja, okay. Gut, das ist der kleinste Kreis. Ja. 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 Also jetzt nicht vier Haushalte oder nie wieder so, vier nein, Personen. So keine Kontakte, niemanden irgendwie getroffen und so, ja. Gott sei Dank. Also alles gut. Und dann dachte ich mir so, Mensch, es ist schon merkwürdig mit dem Geschmack. Also ich wusste nicht, dass das ein Anzeichen für Corona ist. Und am 25. ging es dann halt immer, also es ging mir immer schlechter. Meine Kraft, ich hatte Erschöpfungszustände und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Also so wie es dann bei der Grippe ist, nur ich hatte kein Fieber, null. Und deshalb dachte ich mir, oh, ja, wird schon nichts Schlimmes sein, vielleicht ein bisschen ein Infekt oder so. Ja, das heißt, Big Mojo, wann warst du beim Corona-Test dann? Am Montag. Ich musste, die Feiertage waren leider alles zu. Es gab keine Testmöglichkeiten. Ich hätte ja bis nach Magdeburg fahren müssen und da dachte ich mir, wenn ich aber positiv bin, möchte ich das niemandem zumuten. Und ja, da habe ich dann halt gewartet bis Montag und da ging es mir halt richtig schlecht. Da musste ich halt im Auto zum Hausarzt. Die haben mir dann einen Abstrich gemacht und am nächsten Früh rief der Arzt schon persönlich an und meinte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind positiv. Das ist ein Scheißglückwunsch, das ist eine Scheißsache. Naja, nein, er meinte das halt ein bisschen ironisch. Ja, also auf die Lustige. Leute, wir haben jetzt hier unseren Big Mojo am Telefon, sag ich mal, im Gespräch. Und unser Big Mojo, ihn hat's erwischt, er ist Corona-positiv. Das heißt, was heißt Corona-positiv? Du hast also Covid-19 jetzt, ja, die Erkrankung heißt ja Covid-19. Also am 23. war der Geruchssinn weg, am 24. hast du keinen Kartoffelsalat mehr geschmeckt. Zum Glück warst du nur im allerkleinsten Kreis zu Hause mit deiner Familie. Dann hast du keinen Test gekriegt über die Feiertage. Am 28. warst du beim Test. Und wann kam das Ergebnis? Am 29.? Gleich am Dienstag. Ja, am Dienstag. Ah, gleich am Dienstag. So. Das heißt, du sagst, dir ging es jetzt aber von Tag zu Tag immer ein bisschen schlechter. Du hast nicht richtig Fieber gehabt, aber du merkst es schon, so grippeähnliche Symptome. Mein Lieber, wie hältst du dich denn jetzt? Hast du eine Luftnot entwickelt oder wie sieht es aus bei dir? Also ich merke, dass ich Anstrengungen vermeiden muss, weil Atmen ist problematisch. Ja. Also mit Luft holen und so, es wird schon anstrengend, wenn man mehr macht. Und was ich halt gemerkt habe, ich habe keine Lust auf Streamen, weil ich kann dir nicht sagen, wie fühle ich mich in einer halben Stunde. Verstehe ich. Ich kann in einer halben Stunde total erschöpft mich ins Bett legen und schlafe dann 4-5 Stunden und dann geht es mir wieder gut. Also es sind so richtige Erschöpfungszustände. Ich ja.
Bist du denn jetzt im Austausch, im Kontakt mit deinem Arzt? Ja, also ich bin jetzt 14 Tage in Quarantäne. Und ich, wenn jetzt symptomatisch irgendwie was sich verschlechtert, oder also wir können eh nur Symptome behandeln, meinte er. Und es ist ja jetzt Kopfschmerzen, so, da brauche ich keine Tabletten für. Also einfach nur ein bisschen das Licht meiden und sich ein bisschen hinlegen, ausruhen. Ja gut, mit den Kindern ist es halt nicht so einfach. Mhm. Die Kleine hat es auch erwischt, die hat jetzt Fieber bekommen. Und ja, man kann halt nichts dagegen tun. Es ist halt wie bei einer Grippe, gibt kein Medikament dagegen. Ja, mein lieber Big Mo Joe, jetzt geht's dir ja wie mir. Du hast ja auch ein bisschen Speck auf den Rippen, ne? Ja. In welchem Altersbereich bist du denn? Bist du also Anfang 30 oder bist du so Ende 30? Ich bin ein bisschen älter wie du. Ich bin 39. Du bist 39. Ja, gut, das wäre fast im gleichen Alter. Das heißt, wie geht's dir jetzt? Also du hast wahrscheinlich auch, da geht ja auch so ein Kopfkarussell ein bisschen los, ne? Man macht sich ja doch ein bisschen Gedanken, ne? Ich sag mal so, als ich es gestern erfahren habe, lag ich erstmal so eine halbe Stunde im Bett und dachte mir, ich möchte bloß nicht sterben. Alles andere ist mir egal, nur nicht sterben. Ja, ist ja wirklich, die Sterblichkeit wird ja irgendwie immer höher, keine Ahnung. Und mein Arzt meinte wohl auch, dass es schon die zweite, die mutierte Variante sein sollte, weil es ist hochgradig ansteckend. Und ich habe es ja schon seit 23. und der meinte wohl, es wäre gestern noch unheimlich, also vorgestern noch unheimlich ansteckend gewesen. Mhm. Die Werte waren drastisch erhöht. Also Ich habe mich auch so ein bisschen bei ihm erkundigt, weil es ist klar, man hat sofort Angst. Wenn man hört Corona oder Covid, dann denkt man, da schießt ja erstmal alles durch den Kopf, um Gottes Willen, wie viele Leute da jetzt schon dran gestorben sind. Und es trifft ja alle Altersschichten. Und er meinte halt, also das ist halt nicht wie eine, es ist wie eine Grippe, es greift die unteren Atemwege an. Also man hat wirklich Probleme mit der Luft, aber man merkt es halt nicht. Mhm. Wie bei einer Erkältung, weißt du, da hast du den Hals entzündet und die Nase ist zu und du hast Rotz, du musst husten, du musst niesen und so, und das ist halt alles nicht. Es ist halt abends, wenn du dich ins Bett legst, merkst du erstmal, wie so der Schleim so aus den unteren Atemwegen sich bewegt und du erstmal schlecht Luft kriegst, erstmal abhustest. Und und das ist halt, also durch diese Luftnot entsteht halt ein weißes Blutkörperchenüberschuss, weil das irgendwie das Knochenmark wird angeregt, je weniger Sauerstoff es hat, umso mehr Blutkörperchen zu produzieren. Und weiße Blutkörperchen sind ja zur Bekämpfung gegen die Viren und so. Ja. Und in meinen Augen halt, ich muss halt aufpassen vor Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen, weil es kann halt zu einer Embolie kommen, zu einer Thrombose. Also es ist halt jetzt in alle Richtungen kann was passieren. Also auf jedes Symptom. Und auf alles, was sich jetzt verändert im Körper, sofort mitteilen. Also du bist jetzt auf jeden Fall zu Hause in Quarantäne, du hast aber Kontakt zu deinem Arzt. Ich muss sagen, ich hatte mal gehört, dass sich so nach 4-5 Tagen entscheidet, das heißt am 23. hast du ja schon nichts mehr geschmeckt, ob es wirklich rapide schlechter wird oder ob man sich wieder fängt. Das heißt, über diesen Punkt, also ich bin kein Arzt, ich habe es nur aufgeschnappt, über diesen Punkt scheinst du schon drüber zu sein. Du hast aber jetzt immer noch das Gefühl, von Tag zu Tag hast du weniger Kraft, oder hast du das Gefühl, naja, vielleicht bleibt es eher auf so einem Niveau? Na, ich hab das Gefühl nicht, dass es sich bessert. Ah, ja. Bei der Grippe ist es eben so, du hast so 2-3 Tage, wo es dir richtig schlecht geht. Ja. Und dann kommen diese überschwänglichen Tage, wo du denkst, ach, ich bin wieder fit und abends liegst du wieder lang. Und das ist jetzt nicht, also es ist jetzt konstant immer so ein ekelhaftes, weiß nicht, so ein Schwächegefühl oder, also ich habe Lust zu streamen, aber ich weiß, ich halte es nicht durch. Ja. Das ist ja, ich muss auch sagen, also wer selber streamt, weiß es, wenn man ein paar, du streamst ja auch nicht nur 2 Stunden, du streamst ja länger, da brauche ich schon Energie, das zehrt auch ein bisschen an dir, die Aufmerksamkeit, das Sitzen, das helle Licht ist an, deswegen, lieber Big Mo Joe, schon dich lieber ein paar Tage, kurier das richtig aus, verausgab dich nicht, Streamen ist auch anstrengend, man unterschätzt das auch oft, also ich merke, wie ich nach, wenn ich meinen Stream ausmache, bin ich immer ein bisschen erschöpft, aber auch befriedigt, ja, also es gibt auch Energie auf eine andere Art und Weise, so ungefähr. Ne? Aber man merkt schon, es ist einfach nicht nur stille Schreibtischarbeit, sondern es fordert einen auch ein bisschen von der Aufmerksamkeit. Deswegen, mein lieber Big Mo Joe, kurier dich lieber ein bisschen aus jetzt mit der Sache. Nicht, dass sich das irgendwie ganz doof verschleppt oder so. Deswegen, also, hör mal. Ich hatte im Sommer eine Grippe. Also als ich angefangen habe, das war ja so im Juli, August, da hatte ich auch eine Grippe, eine richtige Sommergrippe. Und da ging es mir auch schlecht, aber ich habe mich halt wohlgefühlt, mich ja hinzusetzen und zu streamen. Und ich hatte da kein Problem mit. Im Gegenteil, es hat mich so ein bisschen rausgeholt aus dem Tief. Ja. Aber jetzt ist es halt, ich merke, ich kann es nicht. Ich habe keine Lust, weißt, mich hier hinzusetzen und für alle lustig zu sein, obwohl ich es aber eigentlich gar nicht bin oder obwohl ich mich gar nicht wohlfühle. Und das ist halt schon...
problematisch. Ah, okay, ich verstehe. Ja, also, das heißt bei dir, du hast das Gefühl, es hat sich so ein bisschen, es hat so ein bisschen so ein Plateau, du bist energielos, es hat sich so ein bisschen festgesetzt. Du bist auf jeden Fall im Austausch mit deinem Arzt, das finde ich sehr gut, ne? Denn du bist ja auch, du wohnst alleine, ne? Ja, und meine Kinder halt, wie gesagt, die Kleine und die Mittlere, also die sind, die Kleine ist ja 3 und die Große ist 5, also. Du bist jetzt quasi in Quarantäne, das heißt, wirst du irgendwie versorgt? Stellt dir irgendjemand das vor die Tür? Nein, niemand. Ich wollte eigentlich mal mit dem Gesundheitsamt reden, aber irgendwie interessiert sich keiner. Also mein Arzt meinte auch, das Gesundheitsamt meldet sich wegen Einkaufen und so, aber ich warte bis jetzt noch. Okay. Ich denke mal, dass morgen sich keiner melden wird. Aber ich mit Essen und so bin ich noch versorgt, also da habe ich kein Problem. Ja, das sind ja so Sachen, es gibt ja auch Leute, da sind nicht immer so Freunde greifbar oder man wohnt vielleicht ein bisschen weg von der Familie oder man hat nicht so Kontakt und so und auf einmal kommst du dir nichts in so eine Situation und du wirst vielleicht auch zu Hause auf dem falschen Bein erwischt, weil gerade ist das so eine Woche, wo du nicht so viel da hast oder so, ne? Aber du bist noch versorgt. Ah, okay. Na gut. Also ich sag mal Glück im Unglück. Ja, Lieferando, ne? Aber Lieferando ist auch so eine Sache. Muss auch der Geldbeutel passen für Lieferando, ne? Frau Carlo und ich mit unserem scheiß Lieferando, wir haben es uns verkniffen jetzt. Also immer sind 50 Euro weg. Bei uns, bei Lieferando sind immer 50 Euro weg. Weil gut, wir sind auch zu zweit. Aber immer, ne? Ja, dann müssen noch irgendwie diese Knabberei noch dazu und irgendwie in Ben & Jerry's und so. Da muss er erstmal hinkommen mit dem Lieferando, ne? Ist auch nicht für jeden eine Lösung. Aber natürlich, zur Not muss Lieferando kommen. Musst du dir eine Pizza bestellen. Also eins, was ich noch da so als Schlussstatement dazu geben könnte, wäre wirklich allen mitzuteilen oder allen zu raten, Leute, haltet euch an die Abstandsregelung, setzt eure Masken auf, haltet euch wirklich an diese ganzen Vorschriften, weil es bringt nichts. Es ist wirklich eine ekelhafte Krankheit und sie gibt es wirklich. Ich kann das bestätigen. Ich bin betroffen. Und Leute, echt, haltet euch an alles und hört nicht auf die Leute, die irgendwo schreiben bei Facebook hier, ich habe noch nie Corona gesehen oder keine Ahnung. Wenn du siehst, ist es zu spät, ganz ehrlich. Ja. Ja, mein Lieber, deswegen auch nochmal, Leute, zur Erinnerung, die Weihnachtslockerungen gelten nicht an Silvester. Also falls euch das entgangen ist, falls euch das an euch vorbeigegangen ist, tatsächlich ist es so, dass Silvester quasi jeder für sich bleibt. Noch mit einem anderen Haushalt maximal oder so. Könnt's nochmal nachlesen, aber auf jeden Fall gibt's keine Lockerungen wie zu Weihnachten. Ja, mein Lieber Big Mojo, du hättest dich auf Weihnachten gefreut, jetzt ist das Ganze ins Wasser gefallen. Das tut mir sehr leid. Ich bin nicht wirklich mit dem Stream reingekriegt. Und weißt du, das ist immer so, wenn man dann sich so vornimmt, über Weihnachten mache ich jetzt mal nicht so viel, dann entspannt sich der Körper und du wirst automatisch krank. Aber das ist natürlich gleich Corona ist, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, nee, klar. Ja, das ist ja immer so im Leben, weißt du? Ich habe so viel schönes Essen vorbereitet. Ich habe Rouladen gemacht mit Käsespätzle und Rotkohl. Am nächsten Tag hatte ich Gulasch, alles. Ich habe ja alles schon vorbereitet gehabt. Ich habe nichts geschmeckt. Das war für mich alles ein einheitlicher Brei. Ja. Ich habe mir sogar von jedem Portion eingefroren, dass wenn ich in 7 bis 10 Wochen wieder schmecken kann, dass ich das dann mal probieren kann, wie es so schmeckt. So lange dauert das? 7 bis 10 Wochen? Ja, also ja, die komplette Zeit dauert halt so 7 bis 10 Wochen, bis man ausgewählt hat. Also der eigene Körper. Ah, verstehe. Die Ansteckungsgefahr ist halt für 14 Tage. Also ich bin 14 Tage, kann ich immer noch Leute anstecken. Auch wenn es dann immer heißt, ja, es sind nur 5 Tage oder keine Ahnung. Aber du siehst ja, ich bin am 23., da hatte ich ja schon Symptome und am 28., 5, 6 Tage später war ich ja immer noch hochgradig ansteckend. Also ist das gar nicht so. Also man kann nicht so, es gibt noch keine genauen Zahlen, dies und das und das geht halt nicht. Also man kann nicht sagen, okay, ich bin nach 5 Tagen fit, ich gehe wieder raus und scheiß auf die anderen. Nee, das mache ich natürlich nicht. Also ich bleibe zu Hause. Ja, okay. Ja, ist auch besser so. Deswegen kurier dich aus. Ich will dich auch nicht überstrapazieren jetzt hier im Gespräch. Nee, alles gut. Ganz ehrlich, mir ist nur wichtig, dass du wieder auf den Damm kommst und dass du in dich hineinhörst und auf dich achtest. Denn dieses mit der Luftnot ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist ja so, du hast ja gesagt, oder mit dem Fieber, sollte dich noch das Fieber erwischen. Denn du hast ja gesagt, du hattest schon mal eine Grippe. Viele Leute haben ja Ewigkeiten keine Grippe mehr gehabt. Deswegen viele wissen das gar nicht mehr, was das heißt, 3 Tage am Stück Fieber zu haben. Also Leute, ich kann es euch sagen, aus eigener Erfahrung, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe es nicht vergessen. 2011 hatte ich eine richtige Grippe. Ne? Da habe ich noch alleine gelebt und da lag ich wurde immer schwächer. Ich habe im Bett gelegen, ich habe so ein Fieber gehabt, ich habe so einen Schüttelfrost gehabt. Es war mir vom einen Minute auf die anderen war es heiß, kalt, ich war verschwitzt, ich habe mir Ibuprofen reingeschmissen, dann habe ich mir zu viel Ibuprofen
Ibuprofen reingeschmissen. Mir ging es so schlecht mit diesen 3 Tage Grippe und ich wollte nur noch sterben. Ich wollte nur noch sterben mit, es ist natürlich, jetzt könnt ihr natürlich sagen, Männergrippe, aber wenn du so ein Fieber hast mit diesem Geschwitze, mit diesem, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, und das kennen viele gar nicht mehr oder das ist bei vielen Leuten ganz lange her, dass das so einschlägt, und deswegen mit Corona, wenn du dann so richtig Fieber kriegst und Luftnot, ich will es mir gar nicht vorstellen, und mein lieber Big Mo Joe, ich hoffe, du kommst drumrum um das Allergröbste und dass du dich jetzt halt langsam wieder fängst. Ich muss halt aufpassen, keine Lungenentzündung zu bekommen. Eben. Das ist halt die größte Gefahr, weil wenn du dich nicht bewegst, du bist ja eingeschränkt, dann ist ja immer die Gefahr, dass du eine Pneumonie bekommst, ja, oder dass du halt gesundheitlich eingeschränkt bist, ja, und das ist auf keinen Fall. Also da achte ich schon drauf. Also auch nicht nur liegen, bewegen, nee, durch die Wohnung nicht gehen, sich ein bisschen strecken, denn die Lungenentzündung, ja, das ist eben auch noch so eine Sache für sich. Einmal am Tag lüften, also richtig Fensterstoß lüften und aus dem Raum gehen am besten. Ja. Also richtig, ich ziehe immer die Wohnung komplett aus, gehe so lange ins Bad oder keine Ahnung. Ja, ja. Und dann, ja, dass immer Sauerstoff da ist. Ja, gut. Ja. Gut, gut, gut. Und du bist im Kontakt mit deinem Arzt, das ist auch sehr wichtig. Mein lieber Big Mo Joe, ich danke dir fürs Gespräch heute. Leute, unser Big Mo Joe hat sich Corona eingefangen. Was für eine Scheiße. Nein, Entschuldigung, nicht Corona, sondern Covid-19. Meine Güte, wir wollen ganz korrekt bleiben. Lieber Big Mo Joe, ganz lieber Anrufer hier, ganz lieber Teilnehmer im Chat, mein lieber Big Mo Joe, wir alle wünschen dir, der ganze Chat, ich, wir alle, wir wünschen dir alles Gute, gute Gesundheit, gute Besserung, mein lieber Big Mo Joe. Komm gesund ins neue Jahr, dass es jetzt schnell wieder nach oben geht. Schone dich, umso schneller kannst du auch wieder dann mit aller Energie streamen. Mein lieber Big Mo Joe, alles Gute, Kuss geht raus. Ich danke dir fürs Gespräch. Gute Besserung, mein Lieber. Schöne Scheiße. Darf ich noch was sagen zum Vorsatz für nächstes Jahr? Bitte, natürlich. Ich habe mir einen Vorsatz, den habe ich mir schon eine ganze Weile vorgenommen, und zwar Disziplin. Mehr Disziplin in mein Leben reinzubringen. Obwohl, beim Stream bist du ja diszipliniert, bist ja viel online. Ja, aber auch so jetzt ein bisschen mehr auf Sport und auf mein Gewicht zu achten, ja, ein bisschen was Gesünderes essen. So, ja. Also immer mehr Disziplin für nächstes Jahr. Das da sind wir schon 2 und mit dem Tapper sind wir schon 3. Ja, und danke schon nochmal für die ganzen Genesungswünsche und für die lieben Grüße aus dem Chat, und ich wünsche euch alles Gute, kommt gut rein, bleibt gesund und alles Gute. Kuss, alles Gute. Ciao, mein lieber Big Mo Joe. Alles Gute. Lass mal von dir hören. Schreib mal. Danke dir. Ciao. 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 Leute, das war unser Big Mo Joe. Ja, Henki, das Übliche. Genauso ist es bei mir aber auch. Ich habe mein Vorsatz fürs neue Jahr, jedes Jahr aufs Neue, ist es tatsächlich abnehmen. Abnehmen und mehr Sport machen. Bei mir klappt das an und für sich auch jedes Jahr. Problem, dieses Jahr haben die Fitnessstudios zu. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich irgendwie, keine Ahnung, laufen gehe. Ist aber nicht so gut für meine Knie. Das ist auch irgendwie eine Scheiße. Aber tatsächlich bei mir, der Vorsatz, der klappt eigentlich jedes Jahr. Und ich hoffe, dieses Jahr kriege ich es auch irgendwie wieder hin. Hallo nochmal Eisvogel, hallo nochmal Grabwächter, hallo mein lieber Mille, ich hoffe, es geht dir gut. Und Ruffi, hallo, 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 hallo. Leute, same procedures every year, so ist es, so ist es. Na, gute Ausrede, ich versuche ja Lösungen zu finden, ich versuche ja Lösungen zu finden für mein Bewegungsproblem. Aber das Fitnessstudio wird es ja leider nicht sein. Wie möchte er das schaffen? Achso, das habe ich vergessen zu fragen, Armani. Wie möchtest du das schaffen, mein lieber Big Mo Joe? Welche Methoden, um sich die Disziplin drauf zu packen? Ja, ich sage mal, es ist alles, man kann natürlich viele Bücher darüber lesen und so, Selbstdisziplin, Sachen durchhalten und so. Mein Tipp an alle ist, sich die Latte nicht so hochlegen. Sich nicht die Latte bei guten Vorsätzen oder generell im Leben mit Projekten nicht so hochlegen, die Latte, dass du immer drunter her springst. Das ist natürlich, das entmutigt, das wirft dich zurück. Wenn du die Latte bei Projekten immer so hochlegst, dass du immer kontinuierlich drunter her springst, das frustet dich richtig. Deswegen realistische Ziele setzen und dann drüber springen. Das ist, wäre so mein Tipp. Aber da kannst du auch viel drüber labern, da kannst du viel drüber lesen. Es ist doch so, das Allerwichtigste ist, es ist einfach, man kommt auch manchmal mit dem Alter, ja, es ist ein Mindgame mit dir selbst, und da kannst du dir natürlich tatsächlich Tipps und alles Mögliche holen, aber es ist einfach dieses in dich reinhören, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, das merkst du einfach immer mehr, finde ich, je älter du wirst, in dem Sinne kann das Alter auch manchmal ein Geschenk sein. Und hallo mein lieber No Lantern, hallo, herzlich willkommen hier im Stream, und hallo nochmal Heidexe, ja, ich stehe auf Vorsätze, ich finde Vorsätze gut, ich finde ja auch, dass unser Jahr
durch kurz Corona-Jahr war ja leider nicht so schön strukturiert, dass das Jahr so Strukturen hat. So. Ja, dann ist eine Zeit zum Kürzertreten, dann kommt Ostern. Das finde ich gut, das strukturiert das Leben. Dann ist irgendwie Urlaubszeit, dann ist irgendwie, geht schon so auf Weihnachten und dann macht man dieses und jenes und so. Und dann ist so Silvester und die Zeit zwischen den Jahren, da kommt man mal so runter und dieses Verlorenheitsgefühl. Und ich finde das gut, dass alles im Jahr irgendwie seine Zeit hat. Deswegen, ich bin auch großer Freund tatsächlich von Vorsätzen. Und ja, Heidechse, Mille, No Lantern. Ihr habt doch bestimmt schon die Böller bereitgelegt, oder? Ihr habt doch noch die Böller von vor 3 Jahren übrig, ihr Böller dieses Jahr euer Viertel weg. Ist doch so, oder? Ihr seid so richtige, ihr haut die Raketen in die Luft, ja? No Lantern, Heidechse, ihr seid doch hier Mille, ihr seid doch, ihr springt das ganze Viertel in die Luft, ihr habt die Lichtorgel, ihr habt doch alles dabei. Grabwächter ist bestimmt auch so einer. Grabwächter, du hast wahrscheinlich eine extra tolle Magnum Champagnerflasche dir mal organisiert, wo du dann deine Raketen so feilgerade nach oben abschießen kannst, oder? Ihr seid doch so drauf. Ich muss zu meiner Stande gestehen, es ist etwas her, ich sag mal so Mitte, Ende 20, also ich war auch nicht mehr so ganz jung. Ich war nicht mehr so ganz jung. Mitte, Ende 20, wir waren sehr betrunken, wir haben leider Silvesterraketen aus dem Fenster von meiner WG rausgeschossen. Blöd gelaufen, ne? Aber der ist Teufel Alkohol, sag ich mal. Leute, sauft nicht so viel. Sauft nicht so viel. Ich war Mitte 20, Ende 20, da habe ich noch im Suff Silvesterraketen aus meinem WG-Fenster rausgeschossen. Das macht der Alkohol mit euch. Und ich kann euch nur davon abraten. Ich möchte euch davon abraten. Sauft nicht so viel. Meine Lieben, es ist natürlich so, ich verstehe das bei der Böllerei mit den Haustieren und es geht ins Geld. Lieber Brot kaufen als Böller. Verstehe ich halt alles. Ich bin halt aber auch so ein nostalgischer Mensch. Ich bin so ein bisschen, ja, sentimental und so. Und wenn der Himmel Silvester dunkel bleibt, da zerbricht auch noch ein bisschen was in mir. Ja, ich weiß, die Katzen haben es dann gut, aber mir geht's schlecht. Also, naja, ich habe dann halt keinen schönen bunten Himmel. Das tut mir auch ein bisschen weh. Nicht nur Katzen haben Gefühle. Das möchte ich vielleicht nochmal dazu sagen. Abschließend zum Thema Böllern dazu sagen. Mille zündet was anderes, mein Lieber. Ich gönne es dir. Ich gönne es dir, mein lieber Mille. Zünde du was anderes. Komm einfach ein bisschen runter, entspann dich ein bisschen Silvester. Was soll man auch Silvester immer? Weißt du, es ist ja auch so. Diese Böllerei an Silvester. Wenn man das mal in einer bestimmten Lebensphase gemacht hat, oh, dann ist es kalt draußen. Das zieht wie Hechtsuppe an den Nieren. Dann nimmst du dir deine Böller. Dann rennst du damit raus. Dann regnet's. Oder? Das ist ja auch, Böllerei ist auch eigentlich viel Stress immer gewesen, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat. Ist immer viel Stress gewesen. Dann ist der Finger schwarz. Dann ist dieses, dann ist jenes. Dann hast du Löcher in der guten Jacke. Das ist doch alles, ne? Ihr habt es doch auch alles erlebt, ne? Die gute Jacke, dann sind ja wieder die Löcher drin. Ist immer irgendeine Scheiße, immer irgendeine Scheiße. Genau, Silvester. Knallen, um die bösen Geister zu vertreiben. So sieht's aus. Ja, also ich glaube, in Berlin brennt wahrscheinlich wieder der Busch. Böllerverbot hin oder her. Ja, Armani, ich muss auch sagen, es ist, erst stand die Zeit still, diese erste Corona-Zeit, März, April, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die Zeit steht still und dann nahm das doch alles wieder ganz schön Fahrt auf über den Sommer. Jetzt war es bei mir im Dezember so, ich habe glücklicherweise oder unglücklicherweise wahnsinnig viel zu tun gehabt beruflich im Dezember, deswegen konnte ich auch nicht so viel streamen. Ich hatte einfach keine Energie mehr, sage ich mal, um mehrfach die Woche zu streamen, deswegen gab es mich nur einmal die Woche. Und der ganze Dezember, das ging ratzfatz, war der Dezember weg. Jetzt ruckzuck, weißt du, es war auch so wirklich monatelang, wochenlang, ist irgendwie, reden, labern wir uns über Weihnachten die Köpfe verrückt mit Lockdown und wie viele Leute und das ging monatelang und so gefühlt oder wochenlang und auf einmal ist Weihnachten schnipp, ist Weihnachten vorbei und so dieses ganze Gelaber, wie wir uns treffen und so bla bla bla, natürlich, das muss ja ausdiskutiert werden, aber zack, schwuppdiwupp ist Weihnachten vorbei, schon ist Weihnachten vorbei, jetzt haben wir schon den 30. Morgen ist schon Silvester, also das ist auf einmal, es geht racki, zacki, zacki und ich finde auch tatsächlich, oft fliegt auch das erste Vierteljahr im neuen Jahr, fliegt immer unglaublich schnell vorbei, das geht auch ratzfatz, das ist immer so irgendwie, dann ist irgendwie Januar, dann kommt im Normalfall RTL, Dschungel, 3 Wochen lang ist Dschungel, 2 Wochen lang ist Dschungelkram auf RTL. Überall immer so Nachrichten, wer irgendwie, oder ein Videotext, ich mache manchmal den Videotext an, wer irgendwo rausgeflogen ist, ja, da steht bis in der Tageszeitung, im Feuilleton wird dann wieder besprochen, wie sie sich irgendwie im Camp auseinandernehmen und diese ganzen Sachen und so, und du kommst da gar nicht drum rum, und ja, es ist irgendwie
das ist der Januar, schwuppdiwupp ist der Januar vorbei. Und das sind so Sachen, das sind so Sachen. Hoffentlich geht es schnell vorbei und endlich Frühling, Sommer wieder. Ja, ich glaube auch, ne, dann ist wieder Frühling, Sommer, dann kommen wir alle mal wieder ein bisschen runter. Jetzt haben wir ja erst wahrscheinlich nochmal 3 Monate Lockdown, wenn es ganz dumm läuft, sage ich mal. Stelle ich mal so einen Raum. Da sind die nächsten 3 Monate ein bisschen traurig, ja. Und dann, ja, hoffentlich kriegen wir einen richtig genialen Sommer, einen frühen Sommer. Alle können wieder raus, Zahlen gehen runter, ja. Also da hoffe ich tatsächlich drauf. Da hoffe ich tatsächlich drauf und dann, dass die Impfung jetzt auch wirklich schnell viel Impfzeug geliefert wird und so, dass wir vielleicht im Sommer schon 60-70% vielleicht doch geimpft haben und so, vielleicht nimmt das ja noch richtig Fahrt auf. Ich bin gespannt. Ja, und Grabwächter, dass die Nacht morgen einfach dunkel bleibt, wird schon wirklich ein sehr komisches Gefühl. Ja, wie gesagt, ich kann das alles verstehen, ja, der Feinstaub, die Haustiere, ach alles, ist mir alles bewusst, aber wenn der Himmel dann doch dunkel bleibt, das ist doch so ein bisschen so ein kleiner Stich. Für mich. Ich weiß, wir haben Sonderfall Corona, aber es ist doch schon ein bisschen, es wird noch trauriger. Die schwarze Silvesternacht macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen trauriger. So, und jetzt habe ich hier meinen nächsten Gesprächspartner schon im Warteraum. Jetzt habe ich hier tatsächlich meinen nächsten Gesprächspartner schon im Warteraum, meine lieben Leute. Und mal gucken, was ihr hier zu sagen habt heute zum Thema Silvester, Jahreswechsel, Jahresrückblick und gute Vorsätze fürs neue Jahr. Mal schauen. So. Hallo? Grüß dich, Carlo. Ja, hallo. Wie darf ich dich denn hier nennen in der Sendung? Ach, der Schwabe. Ja, hallo. Ich muss mich mal lauter drehen hier. So. Ich kann mich auch lauter machen, wenn es sein muss. Oh ja, dann mach dich mal ein bisschen lauter. So, ist das besser? Ja, besser. Ja, hallo, lieber Schwabe, herzlich willkommen heute in der Jahresendausgabe, in der letzten Kolkalo-Show des Jahres 2020, mein lieber Schwabe. Du bist dabei zum Thema Silvester, Vorsätze und Jahresrückblick. Mein lieber Schwabe, hör mal, wie war denn dein Jahr 2020 so? Bist du gut durchgekommen oder? Ich persönlich bin soweit gut durchgekommen. Für uns, für meine Frau und mich ist ein riesen Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar haben wir letztes Jahr im März ein Kind aufgenommen. Ach. Und zwar erstmal zur Adoption und Pflege. Wir haben das Ziel der Adoption, aber in Deutschland ist alles geregelt. Sprich, man muss ungefähr ein Jahr lang in der Probezeit sein. Das ist die Adoptionspflegezeit. Und die ist dieses Jahr im März zu Ende gewesen. Aber dank Corona haben natürlich auch alle Gerichte und Notare und alle haben dann frei gehabt oder haben nur Teilzeit gearbeitet. Und das hat uns dann auch betroffen. Und deswegen hat es bei uns ganz viel länger gedauert. Und im Oktober dann war es soweit, dass wir vor Gericht gekommen sind und haben das Kind richterlich für uns zugesprochen bekommen, sprich wir haben es im Oktober adoptiert, es hat unseren Namen und das war unser größter Wunsch und der ist dieses Jahr in Erfüllung gegangen. Also Leute, jetzt haben wir hier den Schwaben im Gespräch. Nochmal herzlich willkommen, lieber Schwabe. Und Schwabe sagt, für ihn ist ein Traum, für ihn und seine Frau ist ein Riesentraum in Erfüllung gegangen. Der Schwabe ist, das heißt, du bist 2019, seid ihr Pflegeeltern geworden? Genau. 2019 seid ihr Pflegeeltern geworden, dann läuft das Ganze, diese Pflegezeit ein Jahr. Ihr habt dann auch die Adoption angestrebt und jetzt im Oktober mit Verzögerung, weil die Gerichte irgendwie auch ein bisschen pausiert haben, April und so. Deswegen jetzt im Oktober seid ihr tatsächlich Eltern von dem Kind geworden, Adoptiveltern. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, mein lieber Schwabe, dass das für euch Wirklichkeit geworden ist, dass das jetzt so glatt gelaufen ist, doch noch in 2020. Mein Lieber, vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen. Wie muss ich mir das vorstellen? Bewirbt man sich quasi, dass man Pflegevater, Pflegemutter, dass man das werden will, bewirbt man sich da und wie läuft das dann ab? Wird man irgendwie begutachtet und wie läuft sowas am Anfang? Also ich bin mir sicher, dass du mehr durchleuchtet wirst, als wenn du jetzt Sicherheitspersonal in der Deutschen Bank wärst. Ja. Also du musst wirklich alle Guthaben, alle Schulden, alle Verdienste, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, dein Heim wird begutachtet, alles musst du offenlegen. Du hast keine Wahl. Ja? Also wirklich alles. Du musst zum Arzt gehen, der muss ein Gesundheitsattest über dich, über die Frau und den Mann, also meine Frau und mich, muss der ausstellen. Das Teil hatte 16 Seiten mit Fragen. Haben Sie Siechtümer zum Beispiel, stand da drin. Es war krank. Ja.
Also auf Deutsch haben wir Malaria und so Sachen. Ah, ja, 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 okay. Also das heißt, man wird von oben Seiten. Bis unten, 16 Seiten, Gesundheitsattest noch alles, ja, man wird von oben nach unten durchleuchtet. Komplett. Aber wie kann das denn sein? Weil es gab ja auch immer wieder Skandale, ne? Dass Kinder irgendwo hingekommen sind, wo sie niemals hätten hinkommen dürfen. Da fragt man sich, das wie kann das passieren, ne? Das frage ich mich. Und jetzt ist die Frage, was war zuerst, Henne oder Ei? Wir haben natürlich angefangen, nachdem die größten Skandale aufgedeckt wurden. Jetzt kann natürlich sein, dass die Jugendämter gesagt haben, ich glaube, wir müssen mal etwas besser nachforschen. Ja. Nicht, dass uns das in unserer Region auch passiert. Ja. Oder wir leben in einer Region, wo es sowieso sehr gut durchleuchtet wird. In Schwaben nimmt man es ganz genau. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Oder, was man auch sagen muss, es ist ein Unterschied, ob du dich als Pflegeeltern bewirbst oder Adoptiveltern. Ach, also das heißt, man bewirbt sich nicht auf, also man kann sich als Pflegeelternpaar bewerben, aber ihr habt euch direkt für eine Adoption beworben. Du kannst dich nur für eins bewerben. Ach so. Also die Jugendämter, die sagen, entweder das eine oder das andere. Also du musst dich entscheiden. Von Ach so. Rein. Ja? Ja. Mein lieber Schwabe, willst du uns kurz sagen, so in welchem Altersbereich ihr so seid? Anfang 30, Ende 30? Meine Frau und ich sind jetzt Stand 38. Ihr seid beide 38? Genau, wir haben begonnen vor circa, also beworben bei der Jugendämter 2019, März ist da gekommen. Wir haben rund anderthalb Jahre ein starkes Jahr gebraucht, also Anfang 2018 mit in dem was 36 haben wir uns beworben. Aha, okay. Dann hat das quasi 2 Jahre gedauert? Ja, natürlich. Aber wir hatten sehr viel Glück. Ja, man muss bedenken, wir hier unten im Schwarzwald, Schwabenland, das sind nicht viele Kinder zur Adoption. Also in unserem Landkreis wurden, also er ist jetzt das vierte Kind in 11 Jahren. Das vierte in 11 Jahren, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Kind zum Adoptieren bekommst, ist gleich null. Ach, ich spiel lieber Lotto. Ja. Muss ich so sagen, da habe ich auch mal von gehört, dass das auch deswegen, weil es so wenig Adoptionen in Deutschland gibt, dass deswegen tatsächlich Leute eher eine Auslandsadoption anstreben, weil das schneller geht. Aber auch das musst du vorhinein sagen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt das oder ich will beides probieren. Nein, 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 nein. Die fragen dich, was willst du? Ah, okay. Ja. Also es geht auch nicht anders. Und deswegen glaube ich, dass einfach die ganzen Tragödien, die aufgedeckt wurden, das waren Pflegekinder. Ja. Und es ist so, dass Pflegekinder gibt es ohne Ende. Ja? Also da bist du sicher, dass du ein Kind bekommst, in Anführungszeichen bekommst. Ja, ja. Und ich glaube, da suchen sie händeringend Leute und ich glaube, da sind sie froh, wenn sich jemand bewirbt und da wird wahrscheinlich diese Bewerbungsphase, diese tiefgründige Nachschauen, was habt ihr so getrieben in eurem Leben, dass das gar nicht so tiefgründig geht. Ich glaube, da liegt unser Problem. Ah, okay. Also das wird sehr streng getrennt zwischen Pflegeeltern und Adoptiveltern. Nichtsdestotrotz, auch Adoptiveltern nehmen erstmal so ein Kind dann in Pflege. Ne? Also, genau. Ja. Und aber wie kommt das, dass das so ist? Warum bewerben sich so viele Leute, sage ich mal, oder warum gibt es quasi mehr Pflegeeltern als Adoptiveltern? Warum entscheidet man sich dann doch gegen eine Adoption? Wie erklärst du dir das? Weil es ganz einfach viel weniger Kinder gibt. Wie gesagt, er war das vierte Kind in 11 Jahren. Mhm. So, jetzt kommen wir wieder zu der Sache, nimmt man den Spatz auf der Hand oder die Taube auf dem Dach und so weiter, auf was hofft man? Und das ist ein Riesenproblem. Und auch wir müssen sagen, wenn unser Kind, das wir jetzt haben, in Anführungszeichen nicht so speziell gewesen wäre, dann würden auch wir heute noch ohne Kind da sitzen. Denn folgendes, das Jugendamt saß bei uns und ich habe fast angefangen mit Weinen. Wir waren noch nicht fertig mit dem Bewerbungsverfahren. Ja? Ja. Also wir waren noch nicht fertig. Ja. Es sind sehr viele Eltern bereits fertig gewesen mit dem Bewerbungsverfahren. Die waren in der Karteikarte schon drin, im Karteikartensystem. Aber das Kind war bereits knapp 4 Jahre alt. Um Gottes Willen. Für 90% der Adoptionseltern kreuzen an maximal 1 Jahr. Und somit sind 90% Eltern schon raus. Jetzt war das Problem, die Mutter, die wollte wissen, wo kommt das Kind hin. Sie wollte sagen, ja, da habe ich ein gutes Gefühl oder nein, das gefällt mir nicht so. Also die Mutter hat immer noch Liebe zum Kind verspürt und sagt, ich will, dass es ihm gut geht. Ich gebe ihn nicht aus keine Gründe her oder aus dumme Gründe oder so, sondern ich möchte ihn in gute Ende wissen.
Ja, ich möchte das Beste für mein Kind haben. So. Und dadurch, dass es eine offene, das nennt man dann offene Adoption, die Mutter weiß, wer wir sind, wo wir wohnen, die war bei uns. Wir sind zusammen an einem Tisch gesessen. Ja, und 95% der Adoptiveltern kreuzen an, wir wollen keine offene Adoption. Ach so. So, also die Wahrscheinlichkeit, hätten wir diese zwei Sachen, also sprich, wir sind auch für die offene Adoption und Kind bis 6 Jahre, wir würden heute noch da sitzen und warten. Und da war auf einmal ein Kind mit knapp 4 Jahren, eine Mutter, die offene Adoption wollte. Und es gab keinen einzigen im kompletten Kreis, der diese zwei Kriterien erfüllt hat. Wir waren die einzigen. Ach so, ach, verstehe. Also, das vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder verstanden hat. Ich muss mir auch erstmal einen Reim drauf machen. Mit solchen Themen hat man auch nicht jeden Tag zu tun. Also, sehr viele Eltern kreuzen an, das Kind soll unter einem Jahr alt sein, weil man will natürlich noch quasi ein Kleinkind. Die meisten wollen wahrscheinlich einfach ein Kleinkind haben. Ja. Das ist so das Ziel. Und ach so, und jetzt hattet ihr angekreuzt, dass ihr euch auch eine offene, also ist bei einer geschlossenen, was wäre denn das andere Wort? Geschlossene Adoption, wenn also die Mutter nicht mitentscheidet. Es gibt offen, es gibt halboffen und geschlossen, richtig. Geschlossen heißt einfach, wir wissen null über die leiblichen Eltern und die leiblichen Eltern wissen null über uns. Ja. Das ist geschlossen. Ja. Halboffen wäre zum Beispiel, dass man sagt, wir lernen die Mutter niemals kennen, aber die Mutter kann beim Jugendamt mal nachfragen, hey, könnt ihr mal bei denen anklopfen? Wir wollten mal einen Brief haben, wie geht's dem Kind? Vielleicht noch ein Bild oder so. Ich verstehe. Ja, das ist so halboffen ist schon. Offen heißt wirklich, die sitzt bei uns am Tisch, Punkt. Ah, okay. Also das heißt, ihr habt gesagt, aber war euch denn das Alter des Kindes egal oder war das bis 6 Jahre oder wie war das dann? Bis 6 Jahre. Ich wollte einfach, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte halt noch ein Kind, wo ich was bewirken kann. Wenn du ein Kind hast mit 13 Jahren, da musst du sehr viel Energie reinstecken, dass du da noch was bewirken kannst, weil viele Weichen sind bereits gestellt und ich weiß nicht, ob wir das aufgebracht hätten. Ja, das ist natürlich auch ein großer Stressfaktor in der Familie. Du wächst ja nicht mit den Anforderungen, sondern von heute auf morgen. Es war so, schmutziger Donnerstag, am Donnerstagabend, 18 Uhr kam der Anruf, am Sonntag habt ihr ein Kind, Punkt. So, und von heute auf morgen praktisch hast du die komplette Verantwortung. Und wenn du jetzt noch ein 13-jähriges pubertierendes Kind hast, wo total dagegen schießt, du musst ja auch noch dein Eheleben und alles unter einen Hut bekommen. Und es sind ja alles neue Strukturen in der Familie. Und das wollten wir jetzt nicht riskieren. Wenn man sich da aber mal reindenkt, ist das, glaube ich, auch selbstverständlich. Ich meine, schon selbst wenn sich ja Eltern 9 Monate auf ihr eigenes Kind vorbereiten, ist das trotzdem, wenn das Kind erstmal da ist, ist das für viele Eltern erstmal dennoch ein riesiger Einschnitt, eine riesige Umstellung. Ja? Natürlich, aber. Und warum soll das dann da nicht auch so sein? Also man muss ja, das ist ja auch eine Art der Verantwortung, die du trägst, oder? Es ist. Überleg einmal, wir sind in Deutschland. Ja. Den bürokratischen Aufwand, den hast du beim eigenen leiblichen Kind. Du hast 9 Monate Zeit, dich zu informieren, Dokumente zu holen. Wenn es auf der Welt kommt, kriegst du automatisch Geburtsurkunde und so weiter. Wir haben kämpfen müssen, bis wir mal eine Geburtsurkunde bekommen haben, denn ohne diese kannst du das Kind nicht auf deine Steuerkarte nehmen. Diese Sachen, diese Probleme, hast du bei einem leiblichen Kind einfach gar nicht. Nee, das verstehe ich nur. Was ich damit sagen wollte, viele Eltern bereiten sich 9 Monate darauf vor und trotzdem ist es eine Riesenveränderung und eine Zäsur im Leben. Und dann ist es ja so, wenn ihr jetzt quasi euch auch für ein 13-jähriges Kind bereit erklärt habt, ich finde, das ist aber auch, wenn man sagt, nein, das traue ich mir nicht zu. Das ist ja auch eine Verantwortung zu sagen, das möchte ich so nicht. Ich möchte das, aber so nicht. Das muss sich ja auch jeder hinterfragen. Das ist ja auch eine unglaubliche als Mensch eine unglaubliche Herausforderung, eine pädagogische Herausforderung, was damit auch alles verbunden ist. Deswegen finde ich es ja auch richtig zu sagen, es gibt da für mich eine Grenze, das möchte ich dann nicht. Das ist ja auch wichtig. Es ist wirklich so, wir haben uns, du kannst dich auf dem örtlichen Jugendamt bewerben. So, wie gesagt, bei uns im Kreis, bei uns ist alles familiär, der komplette Kreis hier, hier ist Wirtschaftsboom, hier ist Süddeutschland, hier gibt es wenige Kinder. Sprich, du gehst dann irgendwo anders hin, wo es mehr Kinder gibt. Ja? Aber das Problem ist, um dich beim Jugendamt XY zu bewerben, brauchst du das grüne Licht vom örtlichen Jugendamt. Sprich, dein Jugendamt muss dich auf jeden Fall bewerben. Also diese
diese Bewertung, kommst du überhaupt in Frage oder nicht? Diesen Erlaubnisschein, dich überall zu bewerben, das macht dein eigenes Jugendamt. Also, wir haben uns beim örtlichen Jugendamt beworben und zeitgleich bei der Caritas, also katholisches Werk. Also das geht. Also, das geht, aber, das ist auch was Lustiges, die Caritas fragt dann, haben Sie sich bereits bei der, wie heißt das von der evangelischen Diakonie, haben Sie sich bereits bei der Diakonie beworben? Und haben wir gesagt, nein, ja zum Glück, sonst durften Sie bei uns nicht kommen. Verstehe. Also die zwei kämpfen gegeneinander, ganz klar. Also es war ein langer Weg für euch, ich sag mal, hin zu dieser Elternschaft. Aber du hast gesagt, auf der anderen Seite noch ein bisschen jetzt Glück im Unglück gehabt, obwohl es absolutes im April Glück. Nicht geklappt hat mit der Adoption. Hat es im Oktober geklappt. So, und jetzt, ich sag mal, ihr seid junge Eltern, also ihr seid Eltern geworden, möchte ich mal sagen. Das heißt, diese ganze Eingewöhnungsphase, das hatte gut geklappt mit euch und dem Vierjährigen. Ja. Willst du es sagen, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ist ein Junge. Also das hat gut geklappt, die Eingewöhnungsphase. Und wie ist denn das dann? Muss das Kind auch sagen, ich möchte hier bleiben, oder wie läuft sowas? Also es war letzten Endes so, wir waren dann auf dem Familiengericht. Und wir wurden rausgeschickt, meine Frau und ich. Und die Richterin hat sich dann mit dem Kind unterhalten. Sie hat dann auch im Nachhinein gesagt, wo alles rum war, hat sie gesagt, für sie war das eigentlich eine Premiere. Sie hatte noch nie wirklich jemanden, mit dem sie unterhalten konnte. Normalerweise geht es um ein kleines Kind, ein Baby, das kann nicht reden, mit dem braucht sie nicht reden. Stimmt. Aber hier sitzt ein inzwischen fünfjähriger Junge, mit dem kann ich mich unterhalten. Den kann ich fragen, hey, wer ist denn das da draußen, der da steht? Und das Kind sagt, Mama und Papa, ja toll. Das hatte sie nie. Also dass ein Kind in diesem Alter ist, ist sehr ungewöhnlich. Und was ich noch sagen wollte, wenn du dich bewirbst, dann bekommst du auch wieder so ein 5, 6, 7 Seiten Pamphlet mit lauter Fragen. Und da musst du dann ankreuzen, wie alt darf das Kind sein? Natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen. Was durfte die Mutter während der Schwangerschaft machen? Durfte sie geraucht haben? Durfte sie Drogen genommen haben? Wenn ja, welche Drogen? Durfte sie Alkohol zu sich genommen haben? Durfte sie, keine Ahnung was, im SM-Studio gearbeitet haben, in körperlicher Unversehrtheit und so Zeug? Und da finde ich, das verstehe ich dann nicht. Hier ist ein vierjähriges Kind, absolut topfit. Die Mutter hat sich in der Schwangerschaft um sich selber und das Kind gekümmert, wie wenn es meine Frau ihr eigenes Kind bekommen hätte. Ja? Das Kind ist gut aufgezogen. Jetzt kommt er gerade rein. Jetzt machst du Schluss. Komm. So. Sprich, wir können besten Wissen und Gewissen sagen, wir haben ein topfittes Kind, der Kinderarzt hat alles bestätigt und so weiter. Aber das wollen die Leute nicht, obwohl es ist gesund, man weiß es. Aber sie nehmen lieber ein Kind, was ein halbes Jahr alt ist, wo die Mutter gesoffen hat, Drogen genommen hat. Das ist in Ordnung. Ich verstehe. Da verstehe ich die Menschheit nicht. Mhm. Ich habe ja ein topfittes Kind und das wollen die Leute nicht haben, weil es ein Risikokind ist, weil es zu alt ist. Ja, ich verstehe. Also ich kann halt ich kann irgendwie verstehen, dass man ein möglichst junges Kind haben will, weil es vielleicht nochmal ganz anders auf einen geprägt wird, wenn es sehr jung ist und so. Also ich kann diese Überlegung dahinter schon verstehen, aber wie du sagst, ne, viele Kinder fallen dann eben tatsächlich durchs Raster, die dann eben tatsächlich keine Adoptiveltern finden, weil sie angeblich zu alt sind. Ne? Richtig. Gut, natürlich unser Glück. Das ist halt das Glück im Unglück. Unser Glück. Wir hatten das Glück. Und was natürlich auch ist, was wollt ihr jetzt sagen? Also wie gesagt, du kreuzst dann praktisch an, was für ein Kind würdest du nehmen? Ja? Und da sitzt du erstmal zu Hause mit deinem Lebensgefährten, mit deiner Frau, mit deinem Mann oder so und überlegst erstmal, sag mal, was würden wir denn nehmen? Ja? Das sitzt da, ja. Woher darf es kommen? Wie dürfen die Eltern sein und so weiter? Also das sind wirklich Erfahrungen, die macht man ja im Regelfall nicht. Ja, ist eine ganz komische Situation. Normalerweise, geht mit dem Lebens... Wie sind denn bei euch diese Entscheidungsprozesse gefallen? Habt ihr angekreuzt, Geschlecht ist egal oder habt ihr euch einen Jungen gewünscht? Das ist tatsächlich das Einzige, was du nicht auswählen darfst. Ach so. Das ist das Einzige, was du nicht darfst. Ach. Das wäre Diskriminierung. Ach so, ich verstehe. Okay, also da konnte man nichts ankreuzen. So, jetzt habt ihr den Jungen adoptiert. Seit Oktober ist alles unter Dach und Fach, ist alles offiziell. Ja, absolut. Mein Lieber. Also das heißt, für dich 2020 war auch so ein bisschen ein zerrissenes Jahr wahrscheinlich. Es war ein zerrissenes Jahr, deswegen. Und
ich bin halt auch schön beleibt. Das liegt wohl gerade ziemlich nahe. Und deswegen ist mein Vorsatz auch, jetzt gerade mit dem Corona, mit meiner Beleibtheit und so weiter, ich habe jetzt ein Kind, ich habe jetzt Verantwortung. Und jetzt ist natürlich der Drang groß, einfach was zu verändern, ja, dass man lange genug für das Kind da ist. Jetzt, ja, hat man einen Grund. Ja. Ja. Ach so, okay, das hat dir also nochmal einen ganz neuen Lebenssinn gegeben, die Adoption. Genau. Ja, ach, natürlich. Habt ihr das denn, ja, habt viele, ihr, ja, viele Mütter hören auf mit Rauchen, wenn sie, klar, wenn sie schwanger sind, der Mann hört auch oftmals mit dem Rauchen auf. Das sind so diese Aha-Effekte. Auf einmal ist ein Kind oder eine Schwangerschaft da. Ich muss jetzt aufhören mit Rauchen, Punkt. Ja. Ja, also das sind ganz andere Voraussetzungen. Wenn wir jetzt da sitzen, ja, wir nehmen halt mal ab, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Aber ich bin jetzt in der Situation, wo ich sage, ich muss jetzt. Ja, es ist eine ganz andere, man wächst in so eine ganz andere Verantwortung nochmal rein. Ne? Was ich mal, dich nochmal fragen wollte ist, erstmal, Leute, überhaupt, wir haben einen Raid gehabt mit 9 wunderschönen Menschen von Real Nekwa. Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich bin ja gerade im Gespräch mit dem Schwaben und ja, für den unser Thema ist heute Silvester, Jahresvorsätze, Jahresrückblick und so weiter. Und der Schwabe hat dieses Jahr ein Kind adoptiert mit seiner Frau zusammen. Darüber quatschen wir hier gerade ein bisschen. Das hier ist die Call In Show, wo man anrufen kann. Ja, und Schwabe, jetzt will ich dich nochmal fragen, wie ist denn das? Weil deine grundsätzliche war das so, dass ihr euch grundsätzlich dafür entschieden habt, wir wollen ein Kind adoptieren, wir wollen kein eigenes? Oder was war die Motivation dafür? Ja gut, wie es halt so oft ist. Man probiert es und denkt so, ah, wieso klappt es nicht? Dann geht man zum ersten Mal, dann geht erstmal zum Hausarzt, dann geht man zum Urologe und gleichzeitig zum Gynäkologen und macht es mit denen ihre Hilfe und dann klappt es wieder und dann checkt man und so. Und irgendwie klappt es halt nicht. Nee, ich, ja, das verstehe ich, ja. Irgendwann stehst du an diesem Scheideweg, wo du sagst, hey, sollen wir es jetzt weiter probieren? Nee, oder sollen wir mal parallel mal nachfragen, wie läuft denn das mit so einer Adoption? Und so haben wir das gemacht. Ja, ich frage deshalb, weil es gibt ja auch Paare, die sich wirklich ganz bewusst gegen ein selbstgezeugtes Kind entscheiden und auf eine Adoption eher gehen, weil sie sagen, da gibt es Kinder, die brauchen Hilfe oder keine Ahnung. Das gibt es ja, soll es ja auch geben. Deswegen frage ich einfach nur nach. Nein, ne? das wäre aus dem Grund nicht gewesen, weil wie gesagt, Adoption ist ein seltenes Teil. Ja. Pflege kommt häufig vor, Adoption sehr selten. Und eigentlich ist das eigene Kind der Spatz in der Hand gewesen und die Taube auf dem Dach ist die Adoption, weil die sehr selten vorkommt. Ja, 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 das verstehe ich. Und es ist halt, wie gesagt, wir haben Riesenglück, die Mutter ist voll in Ordnung. Wir haben mit der super sprechen können, es ist alles logisch, was sie erzählt. Und sie sagt einfach, warum auch immer, sie kann dem Kind nicht das geben, was sie ihm bieten will. Und deswegen macht sie einen radikalen Schritt. Sie gibt das Kind her. Ja. Und das muss man verstehen oder nicht. Ich kann sie kritisieren oder nicht, ist ja scheißegal, aber sie hat für sich die richtige Entscheidung getroffen. Das sind ja auch sehr, sehr individuelle Beweggründe. Also das, man kann auch nicht alles eins zu eins nachvollziehen. Also das geht ja auch nicht. Aber es sind sehr, sehr individuelle Beweggründe. Und wenn sie diesen ganzen Weg geht, dass sie ihr Kind dann zur Adoption freigibt, dann muss es ja auch triftige Gründe geben. Und die kann man ja auch einfach respektieren. Mein lieber Schwabe. Die muss man respektieren, genau. Weil jetzt will ich dich mal fragen. Also es ist quasi das zweite Weihnachten schon mit dem Jungen gewesen jetzt, ne? Genau, genau. War das zweite Weihnachten jetzt nach der Adoption ein bisschen anders als das erste, außer dass er älter war? Nein. Also das muss ich wirklich sagen, natürlich, die erste Vierteljahr, sage ich jetzt mal, das ist eine absolute Eingewöhnungsphase. Es sitzt jemand Fremdes neben dir, ja, der sitzt mit dir zusammen auf einem Sofa, aber er sitzt nicht mit dir zusammen, dass er sagt, ich lehne mich jetzt an dich, ich kuschel mich an dich. Nein, das ist halt, das ist wie wenn du jetzt neben irgendeinem Fremden sitzen würdest. Ihr sitzt auf dem gleichen Sofa, aber ihr umarmt euch nicht. So, und als dieses Vierteljahr ungefähr vorbei war und er dich auf einmal in den Arm nimmt und alles läuft, ja, wie, ich kann jetzt wirklich sagen, wir haben ein Verhältnis, wie stinknormal Papa, Sohn, das ist absolut, absolut identisch. Und jetzt ist es natürlich, ja, also, wie gesagt, letztes Jahr Dezember im Weihnachten hatten wir dieses Verhältnis bereits. Also von daher, es ist absolut gleich. Also du bist im siebten Papa-Himmel. Absolut. Ich selber bin ja auch in Elternzeit gegangen. Ja. Aha. Das war von vornherein abgesprochen. Meine Frau ist verbeamtet. Da wäre es blödsinnig, wenn ich dann arbeiten gehe. Ich habe immer gesagt, es muss bloß eine Krise passieren. Und was ist passiert? So. Es kam Corona. Ja. Ich hatte den richtigen Riecher. Ja. Und jetzt haben wir es gut. Sie ist Studienrätin, also am Gymnasium verbeamtet. Keine bessere Konstellation.
Ja, wunderbar. Ja, also wenn das dann alles so ineinander fällt, die einzelnen Bausteine oder die einzelnen Zahnräder, umso schöner, dass sich das jetzt bei euch alles so entwickelt habt und dass du im 7. Papa-Himmel bist und seine Frau wahrscheinlich im 7. Mutter-Himmel. Mein Ach, Lieber, jetzt Frage aus dem Chat. Kannst du sagen, wie ungefähr, wie alt die Mutter war, die das Kind freigegeben hat? Die Mutter war bei als das Kind auf die Welt kam, 21. War 21. Also die geht jetzt auf die Mitte 20. Oder ist es Mitte 20? Okay, verstehe. Ja, also haben wir das auch geklärt. Ja, mein Lieber, sag mal, was hast du denn deinem Sohn dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt? Willst du es erzählen? Ich habe ein gemeinsames Geschenk gemacht, aus taktischen Gründen. Ich habe ihm und mir einen Nintendo Switch gekauft. Ah, okay. Das heißt, was zockt man denn da so? Zurzeit zocken wir viel Mario Kart. Mario Kart, also gegeneinander Mario Kart auf der Wii, ihr beide, mein Lieber. Also das freut mich sehr, deine Geschichte, finde ich super. Auch mal diese Einblicke, super, dass es geklappt hat. Und diese Einblicke mal zu erhalten, wie das so geht da im Hintergrund mit Adoption und Pflege und so weiter und so fort. Ja, Wahnsinn. Also das ganze Corona-Jahr mit allen Rückschlägen und allen Hiobsbotschaften, die es gab, für euch hat es auf jeden Fall jetzt den Sohn bereit gehalten, ne, mein lieber Schwabe? Ja, genau. Was ihr noch kurz erzählen wollt, zwecks Auslandsadoptionen. Ja. Wir kennen ja alle Brangelina, Angelina Jolie, wo jedes Jahr gefühlt, egal aus welchem Land, sich einfach ein Kind holen konnte. Oder Madonna, auch so ein Fall. Oder Madonna, natürlich. Und das ist ein komplett falsches Bild, zumindest bei uns in Deutschland, muss man dazu sagen. Wenn du zum Beispiel hergehen wolltest, dann wurde es Afrika, nennen wir Afrika ein Kind, das sind ja ganz viele Länder in Afrika, es gibt Länder, die schreiben dir vor, dass ein Elternteil mindestens ein halbes Jahr in dem Land gelebt haben muss. Also wenn du jetzt aus, keine Ahnung, Ghana, ich weiß nicht, ob Ghana eins von diesen Ländern ist, würdest du jetzt aus Ghana eins adoptieren wollen und die haben dieses Gesetz, musst du oder deine Frau ein halbes Jahr nach Ghana und dort leben. Weil die sagen ganz klar, wenn du ein Kind von uns haben willst, dann musst du dem auch unsere Sitten, Riten und so weiter mitgeben können. Und das kannst du natürlich nicht aus einem Buch, du musst bei uns gelebt haben. Also so einfach ist das gar nicht, dein Kind zu bekommen. Ja, vor allem, ich habe das gehört, bei den Auslandsadoptionen hat man tatsächlich etwas, ich habe es nur aufgeschnappt, dass man da ein bisschen weniger Mitspracherecht noch hat. Und bei den Auslandsadoptionen ist es so, dass in der Regel das Kind, das du dann vermittelt bekommst, das Kind hatte, was weiß ich, definitiv eine Mutter, die in der ganzen Schwangerschaft sehr viel Alkohol getrunken hat. Oder das Kind braucht noch eine OP und so weiter. Die Kinder haben, halt viel weniger, ja. Ja, man weiß halt viel weniger. Die Kinder haben teilweise sehr viele Handicaps und deswegen, man muss sich natürlich fragen, diese Verantwortung, das ist ja ein unglaublicher Einschnitt ins Leben oder eine unglaubliche Veränderung im Leben. Jeder muss sich ja fragen, kann ich diese Verantwortung tragen? Will ich diese Verantwortung übernehmen? Wie ist so ein Kind drauf, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Heroin genommen hat? Also das sind ja, man muss ja auch ein gewisses Paket als Mensch oder dann als Mutter, Vater mitbringen, um damit auch umgehen zu können. Also das kann einen ja auch zerreißen, ne? Das ist natürlich auch so. Ja, richtig, richtig. Mein lieber Schwabe, ansonsten, mein Lieber, finde ich eine sehr, sehr, finde ich eine, ja, die Verantwortung ist, also Jule schreibt es auch nochmal im Chat, finde ich eine mega Verantwortung. Ich glaube, ihr habt da jetzt für euch auf jeden Fall einen guten Weg gefunden, dass ihr diese Verantwortung für dieses Kind auf jeden Fall auch tragen könnt. Man hört ja auch raus, ihr beiden steht mit beiden Beinen im Leben. Und aber mein lieber Schwabe, jetzt ist ja Thema heute auch Silvester und da will ich natürlich auch bei dir nochmal ein bisschen nachhorchen. Mein lieber Schwabe, was ist denn bei euch los im Schwabenland? Was habt ihr denn für Silvester geplant? Gibt es was Leckeres zu essen? Klassischerweise Raclette. Klassischerweise. Was natürlich zu Exzess Feuerwerk. Ich hab es groß ausgemalt. Das Problem war, letztes Silvester lag ich mit der Angina flach. Ja. Ich konnte mit meinem Sohn nicht rausgehen und ein paar Raketen steigen lassen. Ja. Dann habe ich gedacht, boah, dieses Jahr. Dafür doppelt. Ja gut. Es gibt keine Raketen. Okay. Ich hätte noch welche in der Garage, die vom letzten Jahr, aber ich bin jemand, auch wenn ich sie habe, ich könnte sie auf dem privaten Grundstück hochlassen, natürlich, aber mache ich nicht, Punkt. Ich habe ein bisschen Jugendfeuerwerk gekauft, da gehe ich mit meinem Kleinen raus, tue ein bisschen Jugendfeuerwerk hochschießen und ansonsten Raclette essen, Chips essen und dann ab 1.1. die Chips wegschmeißen. Also, da sind wir schon bei deinen Vorsätzen, du willst auch ein bisschen abspecken, ein bisschen gesünder. Ich muss, natürlich, ich muss. Ja. Ich will mit dem Fußball spielen, ich, ja. Also für dich startet das Leben noch mal ein bisschen neu, höre ich raus, ne? Natürlich. Ja, super. Ganz spannend, finde ich ganz, ganz toll. Ja, nee, auf jeden Fall das ganze Adoptionsgeschichte. Ich hätte damals, als wir angefangen hatten, niemals gedacht, dass es so weitreichend,
in der Organisation ist und in der Voraussetzung auch. Ja. Also es ist auch danach, das Kind kommt als Pflegekind zu dir, Adoptionspflege, und da kommt das Jugendamt jeden Monat und steht bei dir auf der Matte und guckt sich alles an. Ja, man wird richtig durchleuchtet, ja, ja. Also ich hatte das auch mal nur einen Artikel darüber gelesen, ich habe da nur so Halbwissen, aber wenn ich mir dann vorstelle, wie das wirklich, wenn man das liest, ne, dann klar hat man die ganzen Infos und so, einiges bleibt hängen, anderes nicht, aber wenn man dann wirklich sich in seinem Leben diesem Prozess stellt, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung und wahnsinniger Wiggle damit, ne? Ja. Also das muss man sich wirklich im Klaren sein. Es bedeutet auch, zusätzlich zum Kind, was ja normalerweise schon genug Stress ist, wenn auf einmal das Kind geboren wird, der bürokratische Stress, den darf man nicht unterschätzen. Ja. Absolut nicht. Besonders nicht, wenn das Kind auf die, wo praktisch der Verdiener eine verbeamtete Person ist und das Kind vorher eine nicht verbeamtete Mutter hatte. Ganz wichtig, das ist Riesenstress. Ach, wie kommt das? Ganz einfach, als Beispiel kurz gesagt, das Kind hatte bislang Kindergeld bezogen, beziehungsweise die Mutter. Die Mutter natürlich ganz normale Arbeitnehmerin. Sprich, das wird vom normalen Jugendamt gezahlt, wie nennt man das Amt? Da, wo halt das Geld herkommt vom Kindergeld. So, meine Frau verbeamtet, die kriegt woanders das Kindergeld her. Ja. So, jetzt sind das zwei verschiedene Stellen auf gut Deutsch. Die zwei, die wollen miteinander nicht kommunizieren. Ja, aber die Beamtenstelle will alle Informationen über das Kind haben, von der anderen. Das Problem ist, wir können diese Informationen nicht beziehen, weil wir kein Recht über das Kind haben. Wir haben ja noch kein Sorgerecht. Ja? So, aber das Problem ist, solange wir die Informationen nicht liefern, bekommen wir kein Kindergeld. Wir haben 11 Monate gebraucht, bis wir das erste Kindergeld bekommen haben. Ja, ich glaube, für Leute, die nicht verbeamtet sind, ist das heißt, glaube ich, Kindergeldkasse oder so oder Kindergeldstelle. Landesamt für Besoldung, das kommt da alles her. Ah ja, und dann bei den Beamten ist es eben noch irgendwas anderes. Ach, dann wollen die auch nicht miteinander sprechen und so. Ach, nein, wunderbar. Aber das Geniale ist, da gibt es nur für diesen Fall, gibt es ein Formular, wo sie hin und her schicken können, aber das wollen die nicht benutzen. Die wollen nicht miteinander diskutieren. Und wir stehen dazwischen, wir wollen die Information liefern, wir wollen das Kindergeld, aber wir bekommen die Information nicht, weil wir nicht sorgeberechtigt sind. Da fühlt man sich ein bisschen wie, du kennst den schönen Film wahrscheinlich, Asterix und Obelix, Passierschein 37b. Passierschein A38. Oder A38, korrekt. Genau, Passierschein A38. Genau, und da kommt man sich ein bisschen im Bürokratiedschungel ist man drin. Das ja? ist so, dass, und man hat niemanden, dann redet man 20 Mal mit dem Jugendamt, hey, helft uns doch und so weiter, weil wir haben niemanden. Und da haben wir gesagt, so Leute, dann haben wir eine E-Mail geschrieben, wo der Verteiler offensichtlich ist, das Jugendamt drin ist, die Landesamt für Besoldung und die örtliche Kindergeldkasse und haben geschrieben, wenn jetzt in einem Monat nichts läuft, dann schalten wir den Anwalt ein und den Anwalt hatten wir schon im CC. Das hat jeder gesehen. Und komischerweise, siehe da, halb Monat später, Geld für 11 Monate rückwirkend gezahlt. Ja. Das ist du. Ja, verstehe. Ja, da ist tatsächlich der Amtsschimmel oft so ein bisschen langsam. Ansonsten, du hast den Anwalt in CC gesetzt. Manchmal reicht auch eine Drohung mit RTL. Machen auch oder viele. So mit der Bildzeitung am besten. Mit der Bildzeitung genau. Zur Krankenkasse schreiben. Ich hole RTL. Ich muss ja sagen, wir sind gut konstituiert. Wir konnten das schlucken. Aber wenn wir Eltern wären, wo das Gehalt von dem, wo noch weiter arbeiten geht, nicht so hoch wäre, und wir auf das Kindergeld angewiesen wären, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Und das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, das ist ja hier bei allem so. Also ganz ehrlich, ne? Das ist hier wirklich bei allem so, ob das jetzt da eure Kindergeldgeschichte war oder Gastronomen, die im November den Ausfall hatten jetzt vom Lockdown, die kriegen das Geld erst Ende Januar und so. Ja, wieder, das ging denen auch. Wieder 3 Monate, wo du irgendwie zusammenkratzen musst, Leute beleihen musst und. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wie langsam das hier alles geht, das ist wirklich Wahnsinn. Aber wenn sie Geld von dir wollen, das geht. So schnell kannst du gar nicht gucken. Stockholm Berlin hat gerade einen Einwand, die Mutter dürfte doch gar keinen Anspruch mehr haben. Richtig, sie hatte keinen Anspruch mehr, aber das Problem ist, du musst dem Landesamt für Besoldung mussten wir sagen, welche Person mit Vorzunahmen, welchen Berufsstand, wann ist die geboren, hat von wann bis wann unter welcher Kindergeldregistrierungsnummer das Geld bezogen. Und das weißt du nicht. Das weiß kein Jugendamt, das weiß niemand. Das weiß nur sie selber.
Und die Kindergeldkasse. Und die Kindergeldkasse, ja. Und du kriegst die Information nicht her. Ja, schwierig. Ja, ja. Da kollidieren wahrscheinlich ganz viele Sachen. Datenschutz, Auskunft, keiner zuständig. Genau, da alles mögliche. Richtig, ne? Datenschutz. Hm. So, und wie gesagt, diese Dinge kommen auf dich zu, zusätzlich zum Kind, wo auf einmal da ist. Ja, ne? ja. Also, wenn du da keine Nerven hast, boah. Verstehe. Also, mein Lieber, für dich, wie würdest du sagen, trotz allem das schönste Jahr deines Lebens? Mitunter, ja klar. Muss man ein bisschen getrennt alle Dinge betrachten. Ne? Aber auf jeden Fall. Ja. Aber ein absolutes Highlight-Jahr für dich. Du bist Vater geworden, du und deine Frau. Ihr habt einen Sohn adoptiert im Alter von 4 Jahren. Jetzt ist er schon 5. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Bei dir gibt es Silvester, Raclette. Du feuerst keine Rakete ab, du hältst dich zurück. Du bist wie ich, du gehst in die Wunderkerzenfraktion dieses Jahr. Ja, genau. Mein Lieber, man rüstet ab, mein Lieber. Und Vorsätze fürs neue Jahr, sind wir heute schon 4. Der Tapper, der Carlo, der Big Mo Joe und unser Schwabe, der hier gerade im Gespräch ist. Also, wir alle wollen ein bisschen abspecken. Dann treffen wir uns am 30. Dezember 2021 und berichten, wie es funktioniert hat. Alle mit 20, 30 Kilo weniger. Das wäre was. Ja, sowas sollte vorher geregelt sein. Vor allem vom Jugendamt her. Es kann nicht sein, es heißt immer, alle Jugendämter arbeiten gleich. Die müssen eigentlich eine To-Do-Liste haben. Hm. Als Beispiel, wenn das Kind übergeben wird, muss eine Geburtsurkunde da liegen. Diese Listen bestehen in Deutschland nicht. Mhm. Ja, das Jugendamt weiß gar nicht. Das Problem ist, wie gesagt, das 4. Kind in 11 Jahren. Sprich, die Mitarbeiterin, die aktuell im Jugendamt bei uns sitzen, die hat noch nie eine Adoption. Ja, verstehe. Das ist also fast immer ein bisschen wie das erste Mal. Ne? Ja, das ist für richtig, jeden neu. Richtig, für die war das erste Mal. Mhm. Die haben nichts gewusst. Die konnten, dann habe ich gesagt, na, ruft doch eine höhere Stelle an und fragt, was ihr zu tun habt. Ja, wen rufen wir da jetzt an? Mhm. Es war, naja. Ja, das ist, glaube ich, auch, weil es auch föderal ist, ne? Weil es eben so ist, dass tatsächlich jeder Landkreis hat ein eigenes Jugendamt, ne? Oder wie ist das? Ja, genau. Und die kommunizieren nicht miteinander. Ja, und deswegen, also es ist sehr, sehr kleinteilig und es ist sehr, sehr selten wird eine Adoption durchgeführt. Dann ist der das letztes Mal gemacht hat, schon lange in Rente oder in Pension oder wie auch immer. Richtig. Ne? Also ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Und dann merkt man, Prozesse, obwohl ihr so viele Unterlagen ausfüllen müsst, dann sind doch Prozesse zwischen den Ämtern nicht aufeinander abgestimmt. Ja, so ist es leider. So ist es leider. Aber ihr habt es geschafft. Ihr habt es hinter euch. Ihr seid Eltern geworden dieses Jahr. Genau. Dazu nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Mein lieber Schwabe. Ja, Mensch, also hör mal, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Abend. Vielleicht spielst du ja noch eine Runde oder ist schon Bettgehzeit? Nein, er war gerade hier drin und hat mir den Controller gebracht. Ah, okay. ich werde noch mal eine Runde spielen. Also gibt es noch eine Runde Mario Kart heute zwischen Papa und Sohn. Und ja, mein Lieber, also ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir einen gesunden Rutsch. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit mit eurem Sohn, mein lieber Schwabe. Und wenn dich ein Thema interessiert, ruf gerne wieder an, mein Lieber. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Ich bedanke mich, dabei sein zu dürfen. Wünsche natürlich auch alles Gute fürs danke neue Jahr. Dir. Und viel Erfolg bei unserem gemeinsamen Vorhaben. Ja, genau. Abnehmen, abspecken, gesunde Ernährung. Bis zum nächsten Jahr, mein lieber Schwabe. Ciao. Mach's ich danke gut. Dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Leute, das war der Schwabe hier in der Carlo Call-In Show. Und meine Lieben, Frau Carlo macht mir heute Abendbrot. Und deswegen ist jetzt für mich Abendbrotzeit, meine Lieben. Es war ein wildes Streaming-Jahr, ja. Im März habe ich angefangen, dann kamen große Raids. PietSmiet hat vorbeigeschaut, Knossi hat neulich angerufen. Und Leute, das sind nur die großen Namen. Aber worum es wirklich geht, und das freut mich immer sehr, ich lese immer die gleichen tollen Namen hier im Chat. Meine Moderatoren sind fantastisch. Viele Leute rufen mich mehrfach an. Auch dafür danke ich euch. Leute, ich danke euch für eure Unterstützung, für euren Support, für eure Bits, für eure Abos und vor allem fürs Mitmachen im Chat, für die Anrufe hier, für eure Themenvorschläge auf dem Discord. Leute, ich danke euch für alles. Diese Show hier belebt mich unglaublich. Diese Show gibt mir Energie. Im Dezember jetzt bin ich leider nicht so viel dazu gekommen, weil viel Arbeit da war im Homeoffice. Aber ich hoffe natürlich, im nächsten Jahr geht es hier wieder so richtig rund, meine Lieben. Die Call-Carlo-Show ist weiter für euch da. Mein Name ist Carlo. Ihr könnt hier immer gerne anrufen, wenn ich auf Sendung bin oder über den DC hier reinkommen in die Show. Wir reden hier über Gott und die Welt. Heute haben wir gesprochen über Silvester und eure Neujahrsvorsätze. Leute, von Herzen, ich danke euch. Nächstes Jahr geht es kräftig weiter. Ich setze alles daran, so viel wie möglich zu streamen wieder im nächsten Jahr. Und es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, hier live zu sein und das hier mit euch und für euch zu machen. Es ist mein Stream, aber irgendwie unsere Show. Leute, danke euch und viel Spaß beim nächsten Streamer jetzt. Guten Rutsch, ciao.